Zoe, einen schönen guten Abend. Willkommen zurück zum Late Night Coding. Willkommen zurück zu Asteroids und anschließend zur Fragestunde oder Antwortstunde, vielleicht soll ich besser sagen. Und nein, ich wollte immer noch kein KI machen, aber keine Sorge, es kommt noch. Ich habe gesagt, da brauche ich ein bisschen länger Hirn für, um mir irgendwie so eine Art Plan zu überlegen, in welcher Reihenfolge man das erledigt. Vielleicht nächste, übernächste Woche. Aus den Sachen, die wir am scharf nachdenken, Dienstag hatten, habe ich dann einfach mal ausgesucht Blockchain. Auch deswegen, weil ein anderer Punkt Quantencomputer war und es gibt da gewisse Zusammenhänge, sodass man das ganz nett aneinander hängen kann. Blockchains waren eine Zeit lang ziemlich hip, zumindest, also sind es auch noch etwa, aber eine Zeit lang haben sich da relativ viele Leute für interessiert. Ich würde sagen, vor ungefähr ein, zwei Jahren vielleicht. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so hip. Vielleicht ist es deswegen auch interessant, nochmal drüber zu reden. Auch in verschiedenen Kontexten. Genau. Sie fragen oder ihr fragt, ich antworte richtig. Das war die Idee. Ganz genau. Also, aber erstmal zu den Asteroiden und dazu der Frage, na, wer hat seine Hausaufgaben gemacht? Hausaufgabe war, Meshes, Geometrien zu liefern für Hausaufgaben, wie Hausaufgaben starten, für Raumschiffe, Zahlen und Buchstaben. Ah, okay. Ja, na, mit der Diskette hätte ich doch eine 3,5 Zoll, hätte ich was anfangen können. Gut, also so wie ich sehe, hat das genauso gut funktioniert, wie ich erwartet. Nein, nicht ganz wie ich erwartet. Ich hätte erwartet, dass vielleicht irgendjemand mehr braucht. Aber weil ich schon erwartet habe, dass das so gut funktioniert, habe ich mich gestern hingesetzt und habe die Programmiererlösung für das Problem geschaffen. Gut, es gibt zwei Lösungen. Die eine ist, das irgendwie automatisch zu generieren. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, ob man nicht vielleicht Zahlen irgendwie einfach so selber bauen könnte, so Geometrien oder sowas ähnliches. Aber ich habe Folgendes für euch gebaut. So ein kleines Programm. Ne? Da kann man auch so munter schön Grid Size einstellen. Und dann kann man da drin zeichnen. Jetzt kann ich mal die, zum Beispiel die Gitterauflösung ein bisschen erhöhen, wenn ich es genauer haben will. Das war nicht so. Und dann kann man auch Undo machen. Und kann, wenn man will, an dem letzten Punkt ansetzen oder auch nicht am letzten Punkt ansetzen. Also jetzt fange ich neues Primitiv an. Machen wir mal wieder am selben Primitiv ansetzen. So, wenn man irgendwann mit der Struktur, die man geschaffen hat, zufrieden ist, dann kann man hier so eine Taste drücken. Dachte zumindest, dass D wäre, genau, das hat ein bisschen länger gedauert, komischerweise. Und ich mache es mal so und dann ballert er einem den nötigen Code raus, den man inkludieren muss. Ich habe ehrlich gesagt darüber nachgedacht, aber habe dann beschlossen, nee, das macht ja wenig Sinn für unser aktuelles Spiel. Aber wer das Blindste rein haben will, das Ganze, wie gesagt, habe ich eingecheckt. Liegt im Quellcode vor, ist nicht mal lang. Also das ganze Programm, wenn denn mein Xcode hier mal aufklappt, ist, glaube ich, gerade mal 120 Zeilen lang oder sowas ähnliches, das das zeichnet. Oder so in der Größenordnung irgendwie. Na, 100, 140 ungefähr. Ja, kann man auch noch, könnt ihr auch noch beliebig dann rumbasteln. Hier sieht man auch schnell, was man machen kann. Escape macht zu. C klärt das Ganze, oben ist Undo, D ist Dump. Mit R kann man sagen, dass man damit toggelt man zwischen Neustarten und beziehungsweise, wie ich es gerade so sehe, vielleicht sollte man wirklich toggeln und das nicht nur einfach aktivieren. Das wäre wahrscheinlich noch schöner. Mit R toggelt man jetzt zwischen Neustarten der Primitive oder weiterzeichnen. Und dann mit Plus und Minus kann man eben die Auflösung, auf die das Ganze quantisiert wird, einstellen. Ich dachte, das wäre irgendwie zweckmäßig, dass man nicht beliebig zeichnen kann, ansonsten sieht das halt ein bisschen krumm aus. Ne?
Und dann werden noch diese Punkte, an denen das Grid sich aligned, werden noch aufgelistet. Und man kann dann klein sehen, dass man zwei Mauscursor hat. Einmal in Anführungszeichen den richtigen Mauscursor. Und habe ich auch direkt eingebaut, dass wir den Mauscursor selber zeichnen und den Mauscursor, wo das hinspringt. So, jetzt gucken wir nochmal. So hätten wir zum Beispiel direkt ein Z, ne? Eins. Ich glaube, das ist mit dem Toggle auch besser, ja. Ja, jetzt weiß ich so, wie ich es gerne hätte. Okay. Gut. 0,0 ist in der Mitte. Moment. Genau. Ja. Und ich committe das gerade nochmal, die eine Änderung. Und so. Ja, also jetzt erwarte ich dann aber ganz viele tolle Sachen. Am besten jedes einzeln rausdumpen, jedes Shape, was man so macht, einfach einzeln ausschreiben. Also wie gesagt, wenn man irgendwas sich zusammenklickt, damit zufrieden ist, ausschreiben und dann kann man ja Clear drücken und dann kann man das nächste malen. Ja. Gut, also jetzt aber, dann aber sinnvollerweise Hausaufgaben machen. Gut, was habe ich noch gemacht? Ich habe da auch noch eine Kleinigkeit in den Asteroids geändert, aber wirklich nichts Großartiges. Wäre ja langweilig, wenn ich das alleine mache. Und zwar habe ich, glaube ich, lediglich das noch implementiert, dass ich glaube, am Spiel. Achso, genau, ich habe das hier auch mal reingebracht, wo ich das gerade implementiert habe, dass man die Maus selektiv ausblenden kann, weil die immer so ein bisschen nervt, wenn die halt ja da ist. Einen kleinen Bug habe ich gefixt, der mir zufällig aufgefallen ist. Die Asteroiden, während sie explodierten, waren noch da bei der Kollisionsbestimmung. Das ist natürlich doof, wenn man durch den Debrishaufen fliegt, dass man dann crasht. Das sollte natürlich nicht sein. Und ich habe das gemacht, wo ich mich letztens so gedrückt habe, wo ich meinte, ah, das sollte man implementieren. Da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht sollte man es wirklich implementieren, dass man so eine Zwischenklasse einzieht. Also es gibt jetzt irgendwie eine Explodable Object, das ist diese kleine Klasse hier, die eben einfach diese Funktionalität, dass das Objekt Normal Exploding oder Dead sein kann, implementiert. Und der Asteroid und das Raumschiff leiten sich jetzt davon ab, dann muss man eben dieses Set State und Get State nicht replizieren. Und ja, das mache ich alles, was ich geändert habe. Gut, soweit so gut. Jetzt habe ich einen Haufen Kram nicht gelesen. Okay, war. Okay, Kurs. Genau, A13 hat einen Haufen Kurs, ja, genauso wie der A14 und der M1-Chip und ja, das rechnet man sich alles zusammen, ne? Also die, wenn man jetzt an Flops denkt, die müssten irgendwo im Teraflop-Bereich sein, denke ich mal. Die Rechner. Da kommt einiges zusammen, weil das halt so hochgradig parallel ist. Okay, genau, ich habe gesehen, du hast auch einen Pull-Request gemacht, den habe ich reingenommen, das ist, glaube ich, jetzt quadratisch abfällt oder so, ne? Okay, ich habe da jetzt keinen großen Unterschied gesehen, aber gut, haben wir keinen linearen Abfall mehr. Und dann hast du 309, das passt jetzt sicherlich nicht mehr zu meinem, aber das ist ja nicht schlimm, das finden wir schnell. Resistance, dieses nicht. Und dann. So, sagen wir so, das 0,02, echt so. Achso, wegen deiner quadratischen quadratischen Abfalls macht das jetzt eventuell mehr Sinn. Und Thruster Velocity auf 0,1, okay. Keine Ahnung, warum wir die jetzt 0,1, echt? Das soll besser sein? Das hätte ich jetzt geschätzt, viel zu schnell. Das entspricht das mehr dem Original? So, okay. Na gut. Vielleicht sollte ich doch nochmal im Auto ein Video machen. Aber gut,
das so ist. Im Moment ist das Spiel sowieso noch im Vergleich zum Original zu leicht. Also ich schaffe es tatsächlich, das Level durchzuspielen, das erste, was im Moment auch das einzige ist. Und daher, weil es das zu leicht ist, ist auf jeden Fall echt arg krass zu beschreiben. Aber gut, da kann ja jeder auch nochmal. Ich lasse das jetzt einfach mal so, dass mir eh egal ist. Und jeder kann auch ein bisschen rumspielen, wie er will, an diesen Parametern. Ist die Dynamik komisch? Ist die Dynamik identisch? Identisch zu was? Wie es vorher war, oder? Bilder für die Vektorsachen haben wir bei der Quelle dabei. Error Credits. Okay. Shrapnel Pattern. Aber das haben die alles hart gecodet. Das ist ja geil. Rock Pattern. Okay. Und das, okay, und die haben auch tatsächlich jeden einzelnen State. Ah, ja gut, ist wahrscheinlich einfacher als schneller als eine Rotation zu berechnen. Character Set. Okay, da haben wir im Prinzip alles, ja. Ja, das ist auch eine nette Aufgabe, einfach die Webseite hier zu parsen und das Ganze in C++ Code zu transferieren. Sign Lookup Table. Wofür brauchen die Sinus und Cosinus? Irgendwas hat mit dem Quast zu tun? Das brauchen die irgendwie mit Sinus und Cosinus? Okay, also, ich denke, ist das garantiert alles von Hand mal getippt worden ist. Echt Respekt. Aber unser Shift-Shape ist gar nicht so schlecht. Wo ist das kleine UFO? Ist das genauso wie das große, nur kleiner? Das glaube ich nicht, weil Skalierung haben wir nicht mit Testbettel. Okay. Gut, speichere ich mir auch mal sicherheitshalber ab die Webseite. Ah, okay. Gut. Okay, gut. Was machen wir heute? Ja, Meshes haben wir noch nicht. Also entweder wir basteln so im Zweifelsfall, da haben wir immer noch einen Mesh-Generator geschrieben. Hat jetzt auch nicht vielleicht lange gedauert. Oder irgendjemand anders schreibt Code, der diesen Kram da parst. Das sieht aber jetzt nicht so aus, ob das so schwierig ist. Ich überlege gerade nur, was dieser BRI-Parameter bedeutet. Aber das steht sicherlich auch irgendwo in der Doku. Das ist klar, XY. Re ist wahrscheinlich Brightness. Steht es vielleicht hier irgendwo oben? Digital Vector Generator. Generator Layout Screen. Vector Specification. Naja, muss jetzt ja nicht alles durchgucken. Wie dem auch sei. Man kann es auch einfach wahrscheinlich daraus lassen. Ja, das ist leicht hinzukriegen. Ich meine, das kann man in der Regular Expression machen, ja, oder man schreibt eben schnell Code, der sich jede einzelne Zeile hier reinpfeift und nach BRI gleich suchen, X und Y suchen. Das ist ja das Einzige, wonach man hier schauen muss. Was mich wundert, ist, so ganz vollständig ist aber nicht, ich glaube, oben steht ja auch noch irgendwie To Do, ne? Weil so ein paar Sachen fehlen auf jeden Fall. Denn das Schiff kann ja auch explodieren. Das fehlt also mindestens. Und ich denke, das kleine UFO fehlt. Naja. Sehen wir auch, wie der ganze Schrift das mal aussieht.
Na, kriegen wir schon einfach hin. Gut, also wie dem auch sei, jedenfalls die Dinger haben wir ja erstmal noch nicht. Eine Webseite. Was ist da drin? Asteroiden. Okay. So sehen Asteroiden aus hier, ne? Gut. Die Vektorgrafiken haben wir jedenfalls noch nicht, sodass wir die direkt im Tool benutzen können. Also machen wir was anderes. Ich denke, was wir auf jeden Fall mal machen sollten, wollte ich schon selber machen, aber ich dachte, mache ich lieber hier, ist mal irgendwie, dass wir mal erkennen, dass man alle Asteroiden gekillt hat und dass man spielen kann und dass dann das nächste Level anfängt. Was ich mich jetzt gefragt habe, wie gesagt, ich krieg's blöderweise bei mir nicht hin. Ich habe es zwar heute auch nicht ausprobiert, aber ich schaffe es nicht, mit dem ersten Level im Originalspiel fertig zu werden. Weiß jemand genau, was beim nächsten Level passiert? Also offensichtlich werden ja die Asteroiden mit der Zeit mehr. Das hat man in einem Video gesehen. Ich habe das Video jetzt nicht ganz durchgeguckt. Vielleicht kann man da einfach mal kurz durchscrollen. Was passiert im nächsten Level? Verdoppeln sich die oder kommt da immer ein Asteroid dazu? Oder kann man irgendwie erkennen, nach welchem Verfahren die Asteroiden mehr werden? Also am Anfang sind es offenkundig vier, das können wir auch so lassen, aber irgendwie werden es ja dann mit der Zeit mehr. Also irgendwie jemand eine Idee, was passiert in Level 2 und höher und was passiert bei dem Übergang von einem Level ins andere. Macht es einfach blub und es sind wieder neue Asteroiden da oder wird das Schiff wenigstens in der Mitte zurückgesetzt. 4, 6, 8, 10, okay, also immer zwei mehr. Was passiert mit dem Schiff? Ist dann landet das in der Mitte oder spiele ich einfach da weiter, wo ich bin? Letzteres könnte natürlich ein Problem sein, weil ich dann kaputt gehe eventuell. Ne? Also das heißt, ich vermute mal, es wird in die Mitte resettet und das Spiel geht weiter. Und die letzte, also und wenn wir das haben, können wir leicht das schnell implementieren. Und die nächste Frage hat vielleicht einmal noch einen Link auf das Video vom letzten Mal. Sonst, ich kann es sicherlich irgendwo auf meiner Historie zaubern. Aber vielleicht hat jemand das gerade zufällig noch. Was mich noch interessiert hätte, wäre, wie die Punkte gezählt werden. Das Verlauf. Browserverlauf. Da, danke. Okay, nein, immer noch nicht. So, gucken wir mal. Okay, nee, also man startet tatsächlich, weil das Schiff fliegt einfach weiter da, wo es ist, und die Asteroiden erscheinen einfach neu. Okay. Gut, das ist dann aber irgendwie böse, wenn man sich gerade so bewegt, wie der das gerade gemacht hat, aber wie dem auch sei. Okay, und die Punkte, gucken wir uns die jetzt mal an. Kann man da irgendwas erkennen? Die wollen wir auch noch mitzählen. Also das hat, das noch mal, also das hat offensichtlich 20 Punkte gegeben für den ersten Asteroiden. Schreiben wir das mal auf. Wenn man da irgendwie eine Regelmäßigkeit leicht erkennen kann, dann offenkundig 50. Den nächsten. Ich denke, ja. Warum? Also soweit ich weiß, haben alle Testers dieselbe Software. So, und dann 100. Okay, das würde auch fast Sinn machen. Das kleinste 100. Mal gucken, ob das so konstant weitergeht. Dann hat er. Okay, die 100. Und dann hat er nochmal 50 gekriegt, ja, also für die kleinen gibt es 100 Punkte, für die mittleren 50 und für die großen 20. Jetzt gucken wir mal, ob das ein Level von Level zu Level konstant bleibt. Oder ob es einen höheren Level mehr Punkte gibt, aber ich schätze mal nicht. Ne, es bleibt so. Das ist schon das, oder ist das noch das erste Level? Okay, das ist das zweite Level auf jeden Fall. 3440. 3460. Oh cool, man kann auch sehen, dass erst die Score hochgeht, ne? Dann vergeht noch ein Frame und dann werden erst die
die Asteroiden kleiner gemacht. Das ist ganz interessant. Okay, ja, also das bleibt konstant. Super, das können wir leicht mitsehen, die Score. Die müssen wir nur noch anzeigen. Gut, ich lasse mal direkt offen. Gut, okay, dann bauen wir das doch einfach mal ein. Also, das heißt, irgendwann hat man den Punkt erreicht, dass alle Asteroiden weg sind. Das sollten wir im Animate sinnvollerweise erkennen. Das erkennen wir daran, dass dieses Asteroids empty ist. Und ich frage mich jetzt mal, ist das einfach nur empty in C++? Ich kann mir das nicht merken bei so vielen Programmiersprachen. Also, okay, ist empty, ja. Gut. Wenn das leer ist, dann gehen wir ein Level up. Das andere Programmierprogramm, was du benutzt hast, was war das? Denn du meinst den anderen Editor? Oder was? Warum wollen wir das Original nachbauen? Jetzt das Original Asteroid, oder? Was genau? Also irgendwas, irgendwie geht jetzt mal wieder die Unterhaltung mir vorbei. Okay. Also erstens, was für ein Programm? Was ist gemeint? Und ich, was zu sagen? Ja, Asteroids. Zumindest versuchen wir das so halbwegs. Wie gesagt, die Kollisionserkennung haben wir ja auch ein bisschen schöner gemacht als im Original. Wobei, wie gesagt, kann man auch leicht umändern. Ja, das hieß Code Runner. So heißt das Ding. Das hier meinst du, ne? Ja, das heißt Code Runner. Und offensichtlich gibt es eine neue Version von. Dann nehmen wir den mal hinterher. Gut. Also, wenn die Asteroiden leer sind, dann haben wir das Level geschafft. Dann machen wir einfach neue Asteroiden. Das heißt, wir gucken mal. Wir brauchen dann irgendwie Initial Asteroid Count. Das rechnen wir noch um in, ja, schön. Das rechnen wir noch um in den Current Asteroid Count. Mit dem arbeiten wir dann. Ja. So, jetzt aber Initial Asteroid Count oder einfach ein Level und fangen brav bei 0 an. Also vielleicht nicht zwischen den ganzen Konstanten da oben. Reset, dann gab es irgendwie so ein Reset Game, ne? Reset Game. Null Score, wo wir dabei sind, die auch da oben sinnvollerweise einfügen sollen. Machen wir die beiden Variablen. Ich size T, das ist Quatsch. So. Dann wenn jetzt die alle sind, dann sehen wir das eins hoch und dann bauen wir uns neue Asteroiden. Wo machen wir das? Ups. Irgendwie komisch aus. Asteroid. So. Also brauchen wir da oben. Machen wir es doch davor. Such mal. Okay, gut. Kann ich das aufrufen? Sieht so aus, da wird nichts.
Ungewöhnliches gemacht. Also nichts gemacht, was sich auf den Loop bezieht. Plus, Initial Asteroid Count mal, was haben wir gesagt? Mal 2 von mir aus, ne? So. Okay, dann haben wir das erledigt. Dann müsste man das Spiel jetzt auch spielen können. Also, dauerhaft spielen. Ich sehe schon. Das wird jetzt lustig, weil ich wahrscheinlich 10 Versuche brauche, um. Na, Moment. Erstmal cheaten noch ein bisschen. Sollte ich vielleicht auf eine Taste legen, irgendwie. So. Nicht sicher, ob ich diese neue Geschwindigkeit mag. War schon fast ein Let's Play hier. So, jetzt kommt der spannende Moment. Okay, der explodiert ist fertig und dann kommen die da und das sollten jetzt 6 sein. Mist, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das passt. Okay. Nächstes Mal haben wir 8. Ich schaff's immer noch kaputt zu gehen, oder? Ja, sieht gut aus. Okay, gut. Multiplayer, yeah. Score noch 10. Dann haben wir den Teil fertig. Wo? Da geht einer hoch und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch gucken. Current Score plus. So, das ist der, der gerade kaputt geht. Irgendwie so Get Type, genau. So, mal überlegen. So, und jetzt haben wir 20, 50, 100. Kann man da irgendwie eine Funktion reinfinden? Also kann man natürlich schon, ist das irgendwie einfach. Das kommt. Okay. Ja, das kriegen wir auch leicht hin. Was ist das? 100.000? Bei 100.000 läuft der über? Okay, das liegt wahrscheinlich an den Stellen, weil ansonsten ist jetzt 100.000 keine Zahl, die man als so als Informatiker erwarten würde. Aber dann liegt es wahrscheinlich daran, dass sie das nur implementiert haben bis 6 Stellen. Ne? Was passiert in dem Video hier? Nee, den nicht. Noch ein anderes Video. Und offensichtlich kriegt man irgendwann Schiffe dazu. Zumindest in der Version. Okay, jetzt habe ich sie drüben. Ich hol's mal gerade rüber. Ah, okay. So, wann hat der mal geschaut, wann er ein Schiff dazu gekriegt hat? Und das am Ende jedes Levels vielleicht dazu. Hier passiert es offenbar irgendwann. Ah, alle 10.000, ne? Okay, das ist ja auch nicht schwer. Okay, halte das mal im Kopf, alle 10.000 einfach so. So, jetzt
Jetzt wollen wir eine Funktion haben, die aus einer 0 eine 20 macht, auf einer, beziehungsweise was ist, wie ist das Type nochmal bei uns definiert? Ich glaube, das zählt runter, das heißt, aus einer, der kleinste Typ ist eine, der größte ist eine 3, 2, 1, also wir wollen aus einer 3 eine 20, eine 2 eine 15, eine 1 eine 100 machen. Okay, das ist sowas wie 100 durch Type, aber das geht nicht ganz auf, weil das wären dann 33. Das ist eklig, da brauchen wir eine quadratische Funktion, da können wir auch direkt einen, können wir direkt einen Switch machen. Wir brauchen ja nicht mehr eine Quadratische, na doch, drei Punkte. Ja, die liegen jedenfalls nicht auf einer Geraden, also können wir da auf jeden Fall einen Kreis durchfitten. Ja, genau, quadratische Funktion, aber finde ich das ist jetzt, wenn man das jetzt codet, das ist nicht wirklich so, dass man dahinter versteht. Deswegen denke ich mal, ist in dem Fall ist tatsächlich irgendwie hübscher, das so zu schreiben. Habe ich gesagt, bei 3,20. Und sinnvollerweise machen wir das. Moment, nee, der gibt es noch in dem Moment. Aber ich schreibe trotzdem mal nach da, man weiß ja nie, was das Exploding tut. Ja, das habe ich auch gesehen irgendwie, ne? Das habe ich im Quellcode gesehen, dass die UFOs irgendwas mit den Punkten zu tun haben. Aber die UFOs können wir erst implementieren, sinnvoll, wenn wir die Meshes haben. Gut, jetzt kurz gucken. An der Stelle werden offensichtlich die Punkte erhöht, also sollten wir hier einen Check machen. Jetzt ist die Frage, was ist, wie detektieren wir am einfachsten, dass wir einen Zehntausender mehr haben. Mal kurz nachdenken. Also eine Möglichkeit wäre das letzte, ja, wahrscheinlich so, ne? Wir gucken vorher und nachher nach. Also const was ist das denn? Join 32 NaSCore. Wir checken mal, ob wir einen 10.000er Sprung gemacht haben. RAS-Score Modulo 10.000 ungleich. Da müssen wir wahrscheinlich noch den Nullausfall ausschließen. Sonst kriegen wir direkt ein Leben beim ersten Treffer, ne? Ups, das ist egal, das ist falsch. Das ist nur das und dann so, dann Lives, wie heißt das nochmal? Lives plus plus und irgendwie stört mich jetzt, dass ich dass die alle mit current heißen und das nicht current heißt. Noch irgendwo anders da. So. Okay, so, und dann brauchen wir jetzt noch einen Pur-Output, dass wenn, zumindest wieder das Spiel zu, wenn wir verlieren, dass wir dann sehen, was und die Punkte wir hatten.
Weise bevor was resetten. Ups. So. Ja, das eine habe ich auch gerade gefixt. Kaputt gehen kann man jetzt. Man kann jetzt noch in nächste Level kommen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich das Raumschiff und die kleinen Raumschiffe und die U-Boote. Genau, richtig, ja. Und die wie heißt der Text. Dann haben wir es eigentlich. Dann kann jeder so viel rumspielen, wie er will. Und den Text überlege ich nochmal. Ich gucke mir das mal an, übers Wochenende, die Vektorgrafik. Ich versuche jetzt einfach nochmal gerade ins nächste Level zu kommen. Wobei, bis ich auf 10.000 Punkte komme, so lange wollt ihr nicht warten, bis ich das nächste extra Leben komme. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass es funktioniert. Gut. Okay, also. Dank dem kleinen Internetausfall. Ich guck mal gerade, hat sich das hier auch wiederholt? Hat sich mein Chat wiederholt? Ja, das ist ja auch wieder eingeloggt. Super. Ja, haben wir Astro jetzt erstmal soweit erledigt. Und ich committe das mal gerade. Was haben wir denn gemacht? Gut. Okay, kommen wir einfach zu Part 2, Blockchain, da es jemand gefragt hat. Und auch der Zusammenhang, was das Ganze mit Quantencomputer zu tun hat. Gut. Machen wir alles weg. Das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. So. Ja, was hat es mit der ganzen Blockchain-Geschichte auf sich? Also alle verbinden eigentlich Blockchain immer mit Cryptocurrencies, also sowas wie Bitcoin oder Ethereum oder was es da 3000 andere Sachen inzwischen auch noch gibt. Im Prinzip ist das aber nicht zwingend darauf beschränkt. Ja, also Blockchains gibt's schon viel länger. Die wurden lediglich durch die Cryptocurrency populär. Und die Idee davon ist, dass man, also die ganz rudimentäre Grundidee, ne, ist, dass man eine Kette aufbaut, ne? Chain offensichtlich aus Blöcken, man hätte das gedacht. Und diese Kette, die Eigenschaft hat, und das gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an, diese Eigenschaft hat, dass wenn man quasi das letzte Ende der Kette hat, dass man dann den Rest der Kette sozusagen validieren kann. Genau. Das zu dem 51%-Problem bzw. 51%-Attacken kann ich auch was sagen. Genau, also es gibt zwar alle möglichen Dinge. Ich habe da mal was rausgesucht, und zwar habe ich eine ganz nette Webseite gefunden. Vielleicht kennen die auch einige. Da wird so das grundsätzliche Konzept ziemlich cool erklärt. Also hier oben seht ihr auch die URL. Ich kann die auch nochmal reinkopieren, wer damit hinterher selber rumspielen will. Und zwar brauchen wir da zwei. Eine ist so zu Blockchain und die andere ist so Cryptocurrencies. Da gibt es eigentlich auch ein YouTube-Video direkt dabei. Das ist auch super. Ich gehe das aber trotzdem einfach auch mal für euch durch. Insbesondere ist das Video in Englisch und ich kann es auch in Deutsch machen. So, also, um das Ganze zu verstehen, muss man erstmal mit Hashes anfangen. Was ist ein Hash?
Hash ist einfach nichts anderes als eine, in Deutschland würde man es Prüfsumme nennen, ja, ist einfach eine auf eine statische Länge beschränkter Wert, der von einem anderen Wert abhängt. So ganz allgemein formuliert. So, was macht man? Was heißt das praktisch? Also wenn ich jetzt hier irgendwelche Daten habe, ja, zum Beispiel, ja, ich kann jetzt hier einen Text reintippen und dann wird der Char 256 berechnet und das ist dieser Hash-Wert da unten, ja, und das ist einfach ein Wert, der von dem da oben abhängt. Ein einfacher Hash wäre sowas wie zum Beispiel die Anzahl der eingetippten Zeichen oder sowas ähnliches, ja, und das Ganze, sagen wir mal, wenn mein Hash jetzt nicht länger sein soll als 1000, dann modulo 1000, ja, das wäre ein ziemlich dämlicher Hash, aber das wäre auch einer, ja, das wäre auch schon eine Checksumme. Oder Parity, ja, also wenn ich mir mein Input binär vorstelle, ist das, wenn ich das zusammenzähle, die Bits, kommt da eine gerade oder ungerade Zahl raus. Ja, oder brauche ich nicht Bits machen, kann ich auch mit jedem anderen System machen. Ja, das wäre ein Parity-Check. Oder CRC32, falls das irgendjemand was sagt, ist auch ein Hash. Also das ist im Prinzip relativ schnell und einfach zu berechnende Funktion. Ja, das ist wichtig, die sollten sehr schnell berechenbar sein und die sollten sich verändern, wenn man den Inhalt ändert. Also zum Beispiel Anzahl der Stellen. Wenn ich jetzt einen Punkt durch einen, in dem Fall Semikolon ersetze, wäre das gleich. Ja. Das ist bei dem Hash hier zum Beispiel offenkundig nicht der Fall. Ja. Das heißt, der ist ein bisschen geschickt. Also die Idee ist, dass ein Hashwert sich ändert mit den Daten, die man hat. Ja. Wenn natürlich, ich könnte die Daten auch selbst nehmen, ja, aber ich brauche mal gerade was Längeres. Brauche mal irgendwas anderes, das ist sogar in Bayerisch. Okay, nehmen wir mal irgendeinen beliebigen. Ich brauche mal irgendwelchen tollen Text hier. 100 Wörter, ja, passt. Wenn ich das jetzt hier da reinkopiere, ja, dann habe ich einen vergleichsweise langen Text. Ich habe aber immer noch einen Hash-Wert von konstanter Länge. Ja, das ist so das Grundprinzip. Und die werden für alles Mögliche benutzt. Ja, die werden, also Hashes mal generell, die werden benutzt einfach, um zu gucken, ob beim Kopieren von Daten Fehler aufgetreten ist. Ja, sei das jetzt übers Netzwerk oder sei das einfach auf meine Festplatte oder auf meinen USB-Stick oder was der Teufel ist. Ja, und jetzt gibt es noch sogenannte kryptografische Hashes. Die sollte man hier verwenden. Das sind solche, die nicht nur die Eigenschaft haben, dass sie sich sehr stark verändern mit einer Änderung in den Daten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Punkt wegmache, man kann es mal gucken, also das ist der Hash-Wert, ne? Wenn ich jetzt nur den Punkt da wegmache, dann ändert sich das Ding komplett. Ja? Wenn ich den Punkt da wieder hinmache, steht dasselbe. Also nicht, dass ich mir das jetzt komplett gemerkt habe, aber ich habe mir gerade so gemerkt, dass der FF4E steht. Ne? Ja, und wenn ich da jetzt einen Punkt hinmache, dann seht ihr, das verhält sich total chaotisch. Und das ist gut so. Ja? So, kryptografische Hashes haben jetzt zusätzlich noch die Eigenschaft, dass ihre Umkehrberechnung extrem komplex ist. Also im allgemeinen Fall kann man die natürlich sowieso nicht umdrehen, weil die haben eine konstante Länge und der Input hier hat aber eine beliebige Länge. Ja, also wenn ich das da mehrfach reinkopiere, kommt immer noch ein Hash derselben Länge raus. Also man kann die natürlich im allgemeinen Fall nie umdrehen, weil die eben beliebig viele Werte auf dieselben abbilden. Ja, aber man könnte zum Beispiel den plausibelsten oder den kürzesten finden oder sowas ähnliches. Ja, und das soll bei einem kryptografischen Hash sehr schwierig sein. Ja. Zum Beispiel eben einen bestimmten Wert zu finden, das Ganze zu invertieren oder auch einen Wert zu finden, der denselben Hash produziert. Ja, davon gibt es natürlich auch unendlich viele. Ja, eben wenn ich halt einen endlich langen Text auf eine endliche Menge von Werten abbilde, dann werden natürlich logischerweise zumindest auf manche von diesen Werten unendlich viele Inputs abgebildet. Ist ja klar, wenn ich eine unendliche Menge auf eine endliche reduziere, dann, ne, passiert das halt. So, und was jetzt beim kryptografischen Hash eben schwer sein soll, gegeben sowas hier, finde einen Input. Ja, das werden wir auch gleich sehen, warum diese Umkehrung teuer sein soll. Die ist nie unmöglich. Ja, im Zweifelsfalle kann man halt einfach hier alles Mögliche durchprobieren, bis man einen trifft. Also machbar ist das immer, bis man den trifft, den man haben will. Machbar ist das immer, aber es soll schwer sein. Ja? Und also das ist erstmal unser Hash, den wir bauen wollen. Und SHA-256 ist ein recht bekannter. So. Soweit, so gut. Jetzt haben wir kapiert, was ein Hash ist. Zumindest so grob. Wenn nicht, stellt eine Frage, erzähle ich da gerne noch was. So. Das nächste, was wir jetzt machen, wir wollen ja eine Blockchain bauen. Ich warte mal kurz. Boah, mein Internet macht aber heute echt Stress. Glücklicherweise jetzt immer nur kurzfristig, dass ich hier aussetze.
Also wenn ich stehen bleibe, das scheint tatsächlich bei mir ein Problem zu sein. Also 1% Fehler habe ich im Moment. Scheint wohl irgendwie ein Hash nicht richtig zu funktionieren. Gut, also zurück zum ja, also ich sehe das immer, da geht mir immer so eine rote Lampe an. Hat sich aber irgendwie mal relativ flott wieder eingekriegt. So, also weiter. Nächste. Was haben wir jetzt? Haben wir die Hashes gebaut? Jetzt wollen wir aus den Hashen was Nettes machen, nämlich eine Blockchain. Für eine Blockchain brauchen wir erstmal einen Block. Freundlicherweise hat der gute Anders Brownsworth dazu auch was gebaut. Und zwar macht man dazu Folgendes. Man berechnet jetzt nicht wie bei dem Hash, also einfach aus dem Text, also aus meinem Lorem Ipsum hier, einen Wert, sondern man hat insgesamt drei Dinge, eine Zahl, ne, 1, 2, 3, 4, 5, die kann ich hochzählen. Noch einen weiteren Wert, zu dem komme ich gleich noch, der hier Nonce heißt. Und dann kommt mein eigentlicher Kram. Ja? So, wenn ich die drei, zum Beispiel könnte ich die einfach aneinander hängen. Also allgemein macht man es ein bisschen intelligenter, aber wir stellen es jetzt mal vereinfacht vor, dass ich einfach die 1 und die 72.608 hier davor hänge, sodass sobald ich an dem Ding rumspiele, ändert sich da unten der Hash. Ja? Wenn ich an der Zahl rumspiele, wenn ich daran was verändere, ändert er sich. Und natürlich, wenn ich an meinem Text was ändere, ändert er sich. Ja? So, das mal zum einen. Da ist jetzt erstmal nichts Spannendes bei. Ich habe so quasi nur mein Textfeld in drei Textfelder erhöht. So, was soll der Quatsch? Der Quatsch soll folgendes, und zwar, die Idee ist ja, dass der Hash sich aus diesen drei Werten hier zusammensetzt. Und das heißt insbesondere, dass wenn ich an den allen drei rumfummel, dass sich dann der Wert ändert. Ja? So, und jetzt möchte ich, dass dieses hier ist das, was ich gerne was ich gerne speichern will. Ja? Hinter der Blockchain. Und das ist der wievielte Eintrag in der Blockchain das ist. Das heißt, die beiden Dinger, die kann ich nicht ändern. So, und das Ding kann ich aber beliebig ändern. Und ich möchte jetzt, dass Folgendes gilt. Ich möchte diesen Wert so wählen, dass dieser Hash da unten eine bestimmte Eigenschaft hat. Bei der konkreten Implementierung hat er das mal testweise so gemacht, dass dieser Wert so gewählt werden soll, dass dieser Hash-Wert mit, glaube ich, vier Nullen anfängt. Ja, und das wird ausgerechnet, wenn ich hier unten auf Main drücke. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, dann rechnet mir das System eine Nonce aus, die diese Eigenschaft hat. Und da können die das nicht eindeutig. Ja, das heißt, was wir hier versuchen, ist nicht direkt den Hash zu invertieren. Das ist super schwierig, ja, aber wir versuchen, dass dieser Hash zumindest bestimmte Eigenschaften hat. Das ist auch nicht einfach, ja, ist auch viel, viel schwieriger als den Hash zu berechnen, aber das ist nicht so schwierig. Ja, wenn man insbesondere vorne Nullen stellt, dann heißt das anders ausgedrückt, dass man will, dass dieser Wert kleiner ist als eine bestimmte Zahl. Ne? Also, ne, wenn die alle Null sind, dann ist das quasi kleiner als die Zahl hier 1 und ein Haufen Nullen in Hexadezimal, weiß der Teufel, was das ist. Ja. Je mehr man von diesen Stellen hier fixiert, desto schwerer wird's. Ja? So, okay, das ist erstmal soweit klar. Das heißt, wenn ich das hier bilde, wenn ich da etwas eintrage, zum Beispiel zweimal Lorem Ipsum, dann kommt wieder was anderes raus. Wenn ich hier auf diese Taste drücke, dann versucht jetzt dieses JavaScript hier einen Hashwert zu finden, der mit ein paar Nullen anfängt, nämlich vier Stück. Das dauert jetzt ein bisschen länger, weil mein Text größer ist, deswegen hat das ein bisschen mehr zu tun. So, hat er gefunden. Von der Implementierung, die JavaScript-Implementierung, weiß ich, wie die vorgeht. Die fängt einfach bei 0 an und probiert alle Nonces durch. Also je größer diese Zahl hier ist, desto länger hat es auch gedauert. Ne? Na, ich habe Kabel-Internet, aber die gehen nicht auf der Leitung verloren. Keine Ahnung, wo es hakt. Also zumindest sah es eben nicht so aus. So, also, jetzt wissen wir, wofür diese Nonce gut ist. Ja, was man auch noch sieht, ist, sobald das Ding hier keine Nullen mehr hat, wird das Kästchen hier rot. Ja, und wenn ich da auf Main drücke, dann wird es wieder grün. Das nennt man, das ist ein gültiger Block. Also, man einigt sich halt darauf, was muss hier stehen. Und sobald das alles zusammenpasst, betrachtet man diesen Block als gültig. Ja, was haben wir also bis jetzt? Was haben wir also? Wir rechnen also das hier als einen Wert aus, der mit dem und dem zusammen eben diese Eigenschaft haben muss. Dann betrachtet man den Block als gültig. Okay? Und so, jetzt haben wir einen Block. Wie bauen wir uns jetzt eine Blockchain? So, dazu brauchen wir mehrere Blöcke. Hier in diesem netten Skript sind das fünf. So. Und
Nochmal, was wollen wir eigentlich erreichen in der Blockchain? Wir wollen erreichen, dass man quasi so eine Art Geschichtsschreibung macht, die nicht mehr geändert werden kann. Ja, wir wollen irgendwie zum Beispiel eben, weiß ich, ein Tagebuch führen oder sowas ähnliches. Ja, ich will in den Tagebuchseiten Sachen eintragen und ich will es unmöglich machen, dass man, oder zumindest will es erkennen, oder sagen wir mal nicht unmöglich, aber extrem schwierig machen, die an meinen Tagebucheinträgen rumzufummeln. Oder eben an meinen Überweisungen rumzufummeln. Oder was auch immer. So. Und dazu macht man jetzt Folgendes. Man fängt mit einem ersten Block an, das ist mein erster Tagebucheintrag, meine erste Überweisung in meinem Crypto-Currency-System oder was auch immer. So, und da schreibe ich jetzt irgendwas rein, ja, zum Beispiel Test. So, was dann passiert ist, dann wird dieser Block ungültig, ja, dann drücke ich hier wieder auf Mine und dann baut mir das System wieder eine Nonce, sodass hier unten wieder ein paar Nullen drin stehen. Warten wir mal. So, da sind sie. So, dann ist dieser Block jetzt hier gültig. So, jetzt vergessen wir mal kurz die anderen Blöcke rechts davon. Ich mache mich mal wieder ein bisschen kleiner. Die werden wir nämlich jetzt brauchen. So, die Blöcke rechts davon, wofür sind die jetzt gut? Wenn ich jetzt was meinen Informationen hinzufügen will, zum Beispiel meine nächste Transaktion oder meinen zweiten Test, ja, Test 2 meinetwegen, dann mache ich Folgendes. Ich baue mir wieder so einen Block, aber ich nehme jetzt den Hashwert des Vorgängers auch mit rein. Also hier gab es auch schon so einen Vorgänger, den haben wir aber erstmal auf 0 gesetzt. Dafür gibt es so einen Startwert, der ist hier in dem Fall 0. So, hier seht ihr jetzt Block 2, Nonce ist noch egal. Hier ist mein Test. Das hier ist der Hashwert, der da rauskam. Und hier möchte ich jetzt auch wieder, dass die vier Dinger hintereinander geklatscht einen Hash erzeugen, der mit vier Nullen anfängt. Ja, und so geht das immer weiter. Mache ich hier nochmal einen Test. Ja, jetzt seht ihr, dass der Hashwert hier eingetragen ist. Jetzt kann ich da auch wieder gucken, ob ich irgendwas aus 3 Tests und dem Vorgänger plus meinen Daten da bauen kann. Und ich mache hier nochmal, ich mache hier nochmal ein paar Lorem Ipsums rein. Und hier mache ich das auch mal. Ja, vielleicht sollte ich nicht immer so lange Sachen machen. So. So, dann haben wir jetzt diese Blockchain, die ist von vorne bis hinten gültig. So. Wenn ich jetzt anfange und verändere das, das wollen wir ja, dass das erkannt wird oder zumindest sehr teuer ist. Wenn ich jetzt meinen, zum Beispiel meinen, nehmen wir nicht den ersten, nehmen wir den zweiten, also ich könnte den ersten nehmen, aber ich will mal einen in der Mitte ändern, ja, und schreibe hier bla rein, was passiert dann? Dann wird natürlich dieser Hash da unten mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht mehr mit vier Nullen anfangen. Ja? So. Und damit ist dieser Block ungültig, weil dieser Hash in dem hier vorkommt, und wenn ich das davon berechne, ist der Block auch ungültig, ja, und so weiter und so fort. Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie einer von diesen Blöcken hier hinten gültig ist, die ist nahezu null. Ja, das kann man sich vorstellen, das ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass der halt eben zufällig der letzte jetzt auch mit Nullen anfängt, ja, das ist sämtliche möglichen Hash-Werte, ja, geteilt durch die, nee, Quatsch, die mit 0 anfangen, geteilt durch sämtliche möglichen, ja, und das kann man sich vorstellen, wenn hier schon so viele Ziffern sind, das ist irgendwie faktisch 0, ja. So, also, jetzt kann man sagen, okay, ich kann aber leicht fixen, ich kann ja einfach das Ding hier neu berechnen. Ja, kann ich machen, nach relativ kurzer Zeit habe ich den Block gefixt, aber dann habe ich hier zwar hier einen, der mit 0 anfängt, aber selbst wenn ich den da eintrage, passt diese Nonce nicht dazu, weil das und das ja auch wieder auf Null matchen müssen. Das heißt, um meine ganze Chain jetzt zu retten, muss ich jetzt wieder von hinten anfangen und jeden dieser Blöcke neu erzeugen. Ja, irgendwann habe ich das auch wieder geschafft und dann habe ich die wieder in einem validen Zustand. Das meine ich, es ist nicht unmöglich, so eine Blockchain zu ändern. Ja, aber es ist sehr teuer. Also ihr seht ja, dass wenn ich jetzt irgendwas ändere, dann dauert das eine gewisse Zeit auf meinem Rechner, das neu zu bauen. Ja. Man sieht schon, es dauert schon ein paar Sekunden, bis das passiert. Ja. Und man muss dabei sagen, jetzt bei echten Blockchains, die sozusagen produktiv eingesetzt werden, dauert das noch viel, viel länger, das zu machen. Ja, also da brauchen auch speziell dafür ausgerichtete Computer brauchen da eine gewisse Zeit, also eher im Minutenbereich. Und diese Blockchains haben auch eine gewisse Länge. Also die sind erst so richtig sicher, wenn die lang sind. Wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn diese Kette jetzt hier
eine Länge von 500.000 Elementen hat oder sowas ähnliches, ja, und für jedes Element mit einem Supercomputer eine Minute braucht oder sowas ähnliches, um das neu zu berechnen, dann ist das praktisch nicht mehr änderbar. Ja. So, das ist so die prinzipielle Grundidee von so einer Blockchain. Man stapelt also Dinge aufeinander und die hängen alle von diesen Hash-Werten ab. Und sobald man irgendwo einen rumfummelt, muss man alles dahinter neu ändern. Das heißt auch gleichzeitig, je älter ein Eintrag ist, desto sicherer ist der. Ja, also insbesondere ein Eintrag im allerletzten Block hier, der ist ziemlich unsicher. Ja, also den kann ich ja relativ schnell wieder fixen. Ja. So, das bedeutet also, wenn man quasi jetzt sicher gehen will, dass so ein Eintrag korrekt ist, dann sollte man warten, bis da ein paar Blöcke drauf gestapelt sind. Und je mehr drauf gestapelt werden, desto mehr Sicherheit hat man, dass der nicht verändert werden kann. Diese Blockchain, die steht auch sinnvollerweise nicht an einer einzigen Stelle. Also die ist nicht auf einem einzigen Computer, dem man vielleicht auch nicht vertraut. Ja? Das ist so eine grundsätzliche Idee von vielen dieser Systeme, dass die verteilt sind, sondern die ist bei, liegt bei verschiedenen Leuten. So, und da gibt es hier dann die nächste Demo zu. Das ist jetzt die Idee mit so einer verteilten Blockchain. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier meine Blockchain, die bei verschiedenen Leuten liegt, also bei einer Person A, Person B und Person C oder auf einem Rechner ABC. Und die sind erstmal alle gleich. Ne? Also können wir gucken, die sind erstmal alle gleich. Ja, und jetzt trage ich hier meinen Test ein. Das Ganze wird invalid. Ich muss das komplett neu minen. Ne? Wenn ich jetzt hier einen fixe, dann das kann ich auch mal machen. Ja. Da ist wieder ewig. Ist gut so. So, dann kriege ich das hin. Ihr seht auch schon, ich kann auch so eine Situation produzieren, wo der hintere valide ist, aber die davor nicht. Aber wenn ich das dann vergleiche mit der anderen Version hier, ja, dann habe ich hier zwar einen validen Block, aber der finale Hash ist anders. Ne? Hier ist 001 irgendwas. Ja, hier steht ein anderer hinten drin. Wenn ich diese ganze Chain durchgehen würde, würde ich feststellen, dass es zwischendurch invalide Blöcke gibt. Da komme ich auch noch gleich zu, weil man die ganze Chain durchgehen muss und nur das Ende vergleichen muss. Ich kann aber jetzt diese Chain mal valide machen, indem ich alle durchhashe. Na, dann muss ich wieder von dem Punkt, wo ich was kaputt gemacht habe, bis nach hinten durchgehen. Vielleicht sollte ich nicht immer den zweiten durcheinander bringen, dann dauert es nicht so lange. So. Jetzt habe ich eine komplette valide Kette gemacht, aber auch die kann ich wiederum mit den anderen leicht vergleichen. Ich brauche nicht die komplette Kette durchgehen. Es reicht, diesen einen Hash-Wert zu vergleichen. Hier sehe ich, der ist gültig, ein Haufen Nullen, aber der fängt 3A0 an und der hier ist E4B. Also das heißt, ich kann, auch wenn diese Kette sehr, sehr, sehr lang wird, also Millionen Einträge hat, kann ich mit einer, das ist alles stochastisch nur, aber mit einer relativ hohen Sicherheit oder mit einer extrem hohen Sicherheit, kann ich sagen, dass die Ketten identisch sind, wenn hier, da und irgendwo anders derselbe Hash ist. Also ich muss quasi, um verschiedene Computer, die diese Ketten halten, zu synchronisieren, im Prinzip immer nur austauschen, wie der letzte Hash ist. Ja? Eventuell will ich noch Zusatzdaten austauschen, bei welchem Block ich bin und so weiter. Ja? Aber ich kann relativ schnell rausfinden, sind wir noch synchron. So, und jetzt ist die Idee in dieser verteilten Geschichte, wenn man irgendwie in dieses Tagebuch, ja, oder von mir aus in Transaktionen komme ich gleich auch noch. Wenn man da irgendwas eintragen will, ja, dann schickt man das an einen Computer oder trägt das selbst ein in so einen neuen Block, ja, muss dann diese Mine-Operation durchführen. Und wie gesagt, die ist extrem teuer. Also die dauert noch viel, viel länger als das, was ich hier tue. Ja. Die ist so gestaltet, dass die im Allgemeinen im Minutenbereich liegt. Wenn ich mich recht erinnere, war es, glaube ich, so, dass Bitcoin zum Beispiel macht das, wenn ich mich recht erinnere, so, dass alle 7 Minuten oder so ein Block fertig wird. Und wenn die Computer schneller werden, wenn man feststellt, wenn das Netzwerk feststellt, okay, die Computer werden schneller, die daran arbeiten und schaffen das mit mehr als 7 Minuten, dann setzt man einfach diese Nullen hier hoch. Dann wird es nämlich automatisch komplizierter, das zu berechnen. Und wenn dann die Rechenleistung wieder fällt, dann setzt man die Nullen wieder runter. Das heißt, das passt sich adaptiv an. So, das heißt, wenn ich jetzt eine Transaktion mache oder wenn ich irgendwas eintragen will, dann schicke ich das einfach an irgendwie so einen Computer, die nennt man dann Miner, ja, die diese neuen Blöcke berechnen. Warum würde jemand einen Computer aufstellen, um so einen Block zu berechnen? Die Initiative dafür ist, man kriegt
jetzt speziell in einem Cryptocurrency-Netzwerk, kriegt man halt eine Cryptocurrency, wenn man so einen neuen Block gefunden hat. Also dafür kriegt man, naja, ich will nicht sagen Geld, aber man kriegt dann halt diese Währung. Wenn wir bei Bitcoin jetzt einfach halt halber bleiben, dann kriegt man eine gewisse Summe an Bitcoins, wenn man einen so einen Block erzeugt. Ja, das heißt, das ist sozusagen die Initiative. Das ist ein bisschen komplizierter, weil die Summe, die man kriegt, hängt ab von den und auch von den Daten, die da drin stehen, wie viele Transaktionen da drin sind. Nicht jede Transaktion ist gleich viel teuer und ist ein bisschen komplexer im Detail, aber um das Ganze mal zusammenzufassen, man kriegt Währung dafür. Deswegen nennt sich das auch Mining, weil man dadurch halt auch Geld produziert oder Währung produziert. So. Jetzt ist die Frage, wenn ich das irgendwo hinschicke und irgendwo findet ein Computer oder ein Cluster von Computern, schafft es, diese Nonce zu finden und produziert einen neuen Block. Wie propagiert sich das ins Netzwerk? Und da verwendet man sogenannten Flooding-Algorithmus. Das heißt, der Computer, der das hat, schickt das an alle anderen und sagt, also, oder schickt es an seinen ihm bekannten Nachbarn. Ja, also alle anderen ist gut, die kennt er wahrscheinlich nicht, das wären auch so viele. Schickt es an alle anderen Peers, die er kennt, in so einem Peer-to-Peer-Netzwerk und sagt, okay, ich habe einen neuen Block gefunden. So, und da können zwei Sachen jetzt passieren. Die anderen Peers sehen, er hat einen neuen Block gefunden und die propagieren ihn direkt weiter. Ne? Das heißt, das Ganze verteilt sich so. Und entweder hat in der Zwischenzeit nicht zufällig irgendwo anders ein anderer Miner so einen Block gefunden. Dann sagen die alle nicht Hurra, da ist einer, sondern sagen immer Scheiße, da ist einer, weil sie dann nämlich umsonst Arbeit gemacht haben, die auch diese Nonce gesucht haben. Ja? Die haben quasi nicht, bekommen quasi gar nichts. Also entweder das passiert so, die akzeptieren das, dass dieser neue Block gefunden ist, hängen den in ihrer Blockchain an, validieren nochmal kurz, ob das richtig ist. Das Validieren ist aber einfach. Ne, da muss man ja lediglich einen einzigen Hash berechnen. Das geht also extrem schnell, das Testen, ob das gültig ist. Und dann hängt man das an, die Blockchain, und ärgert sich darüber, dass man es nicht selber vorher geschafft hat und fängt an, den nächsten Block zu minen. Alternativ kann es passieren, dass irgendein anderer Miner irgendwo auf der Welt auch in Anführungszeichen gleichzeitig diesen nächsten Block erzeugt hat. Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil es ja eine gewisse Zeit dauern kann, bis sich diese frohe Nachricht sozusagen, bis die sich verbreitet hat. Ja, das kann also wirklich, da können Minuten vergehen, ja, bis das passiert ist, je nachdem, wie das Netz aufgebaut ist, theoretisch ja unendlich lange. So, es kann also passieren, dass jemand anders auch das gefunden hat. So, und dann kann es richtig böse werden, weil jeder Miner schreit ja direkt los. Ich habe es gefunden. Ja, das heißt, wenn man sich das so vorstellt, wie so eine Information, die sich ausbreitet, dann hat man diese zwei Informationen und die breiten sich aus. Ne? Und irgendwann treffen die sich. Und um die Sache noch komplexer zu machen, ist, wenn die lange brauchen, um sich auszubreiten, dann kann es ja durchaus sein, dass in diesem Subnetz hier, ja, und in dem schon der übernächste Block sogar gefunden wird und sich auch noch ausbreitet. Und so weiter und so fort. Also es kann theoretisch sein, dass wir, keine Ahnung, in diesem Teilnetzwerk irgendwie schon 20 Blöcke gefunden wurden und die alle munter da drauf gestapelt wurden mit einem Haufen Informationen. Ja? Und hier 10, aber die divergieren dann mit der Zeit, weil eben diese Nonces, die sind nicht eindeutig. Ne? Die sind ja nur so gewählt, dass hier halt eine gewisse Anzahl von Nullen entsteht. So, und dann passiert das, dass diese Ketten, diese Blockchains voneinander sich unterscheiden. Und dann, wenn jetzt irgendwie ein anderes System quasi, was dann passiert ist, ne, irgendein System hockt da in der Mitte, in Anführungszeichen, das kriegt von dem einen hier, das ist die gültige Blockchain, also das sollst du draufstapeln, und von der anderen Seite andere. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Welcher glaube ich denn jetzt? Ne? Das heißt, man braucht eine Regel, um das Ganze aufzulösen, und die Regel ist relativ einfach, man akzeptiert immer die längste Kette. Ja? Das heißt, Systeme, das muss nicht unbedingt ein Miner sein, das kann auch einfach ein System sein, was diese Kette hält, ja, was die mit abspeichert, nimmt immer die längste gültige Kette und verwirft eine kürzere. Ja, das heißt, die nimmt es erstmal an, ja, und wenn es feststellt, okay, da kommt eine andere Kette, die sich von meiner unterscheidet, dann schaue ich, okay, wie lang ist die eigentlich, wie lang ist die ich habe, und dann nimmt er die längere von den beiden. Und das würde ich jetzt sagen, muss sich auch nicht unbedingt auflösen. Ja, also das kann auch hin und her oszillieren. In der Praxis löst sich das aber immer auf. Ja? Weil einfach die Zeit, die es braucht, um die Daten durchzupropagieren, die ist vergleichsweise kurz im Vergleich zu der Zeit, die man braucht, um das zu berechnen. Und da gibt's jetzt eine Ausnahme. Wenn man, und das ist diese 51%-Geschichte, die wir eben hatten, ja, wenn ich die komplette, also wenn ich sagen wir mal, ich bin der Einzige, der Einfachheit halber jetzt mal, ich bin der Einzige, der
meint, also der diese Ketten neu berechnet, da kann ich folgenden fiesen Trick machen. Ja, ich kann Blöcke aufeinander stapeln, ja, und kann das ans Netzwerk schicken. Ja. So, und nehmen wir an, in den Blöcken stehen Transaktionen drin, also jetzt im Falle von der Cryptocurrency. Wie gesagt, komme ich gleich noch zu, wie das genau aussieht. So, wenn da jetzt Transaktionen drin stehen, dann muss ja irgendwann mal, wenn ich zum Beispiel mit Bitcoin was im Internet kaufen würde, dann muss ja irgendwann mal jemand mir, was weiß ich was, keine Ahnung, mein Wasserbett oder sowas zuschicken, ja, was ich damit gekauft habe, ja. So, das heißt, irgendwann muss der Empfänger von so einer Transaktion mal sagen, gut, ich sehe jetzt in meiner Chain, da ist meine Transaktion angekommen und irgendwann muss ich der glauben. Ich habe eben erwähnt, je mehr Blöcke man da aufeinander stapelt, desto schwerer ist es, die zu verändern und gleichzeitig zusätzlich noch, je mehr Blöcke man aufeinander stapelt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass das eigentlich die gültige Kette ist. Weil ich weiß ja nicht, ob jemand anders vielleicht eine andere Kette gebaut hat. Wenn er aber, keine Ahnung, diese Transaktion drin ist und dann schon 20 Blöcke drauf gestapelt worden sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das die gültige Kette ist, die jetzt auch die ganze Welt akzeptiert und die wird auch sehr, sehr schwer zu ändern sein. Ja? So ähnlich läuft das auch. Das heißt, irgendwelche Zahlungssysteme, die haben da immer so eine Block Confirmation Size. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie die bei gängigen Systemen bei Bitcoin ist, aber bei Ethereum, so einem ähnlichen System, da ist die, glaube ich, bei den meisten Anbietern irgendwie so 50 Blöcke oder sowas ähnliches. Danach sagen die erst, okay, das ist jetzt unverändert. So, jetzt was passiert aber, wenn ich über mehr als die, wenn ich schneller rechnen kann als der Rest, der meint. Ja, also wenn ich halt 51% der Rechenkapazität habe, dann bin ich schneller als die anderen. Da kann ich Folgendes machen. Ich kann eben so eine Kette spreaden, kann warten, bis diese 50 Block Confirmation oder wie viel auch immer ich da confirmed haben will, bis die abgelaufen ist. Und dann fange ich an, von am Anfang ohne diese Transaktion wieder neu zu berechnen. Und da ich schneller bin als alle anderen, 51% reichen dafür, ne, dann bin ich ja schon schneller als die 49%. So, kann ich jetzt den Rest der Welt aufholen. Das heißt, ich kann diesen Rückstand 50 Blöcke, ich kann von vorne wieder anfangen, ohne diese eine Transaktion, ja, die, dass ich was bezahlt habe, und schaffe eine Parallelwelt, die ich aber erstmal keinem erzähle, in der diese Sache nie passiert ist. Und sobald ich länger bin als die von allen akzeptierte Kette, propagiere ich die ins Netzwerk. Die anderen Systeme werden diese längere Kette akzeptieren, weil sie eben länger ist. Und damit habe ich quasi die Vergangenheit rückgängig gemacht und jetzt das Wasser wird aber schon bei mir angekommen und ich habe das Geld nie bezahlt. Ja, das ist eine 51%-Attacke. Die ist, je mehr Leute daran arbeiten, wird die immer unwahrscheinlicher, ne? Also wenn ich quasi mit meinem Supercomputer gegen die ganze Welt anrechnen muss, dann muss ich schon einen ziemlich beefigen Supercomputer haben. Und da stellt sich die Frage, wenn ich so ein schweineteures Ding habe, ob ich da nichts Besseres zu tun habe, als keine Ahnung, Bitcoin zu verarschen oder sowas ähnliches. Ja? Aber in Einzelfällen kommt das tatsächlich vor. Ja? Ich glaube, bei Ethereum, also bei Bitcoin ist, glaube ich, ein, zweimal vorgekommen, bei Ethereum auch. Und sicherlich auch bei anderen Kryptowährungen. Das passiert immer dann, wenn jemand halt zum Beispiel eine Spezialhardware baut, dieses Mining übernimmt. Damit kann man dann, oder wenn man einen neuen Trick hat oder sowas ähnliches, um eben diese Hashes extrem schnell zu berechnen, den die anderen noch nicht kennen, dann kann man zumindest für eine gewisse Zeit so eine Situation schaffen. Und das ist dann sehr, sehr kritisch für diese Systeme. Ja, dann kann man, weil eben so Sachen, so Transaktionen eventuell sehr, sehr flott passieren. Ne? Also das ist diese 51%-Attacke. So, witzigerweise habe ich aber noch gar nicht erzählt, wie man Geld überweist. So, und dann kommen wir zu so einer Token-Geschichte, ja. Und das ist ja auch coolerweise in diesem Applet net drin. Und was man hier halt hat, ist, wir haben jetzt einfach diesen Text mit diesen Freitext ersetzt durch ein bisschen Struktur. Ja, und da drin habe ich jetzt Folgendes. Ich habe jetzt einfach so Transaktionen. Summe von und Summe Absender und Empfänger. Ja. Und das transliert dieses Skript irgendwie in Text und macht den ganzen anderen Kram. Ja, ich fange jetzt nicht an, da vorne das zu editieren, sondern ich editiere das jetzt mal hier hinten. Ja, oder zumindest hier, habe ich nicht ganz so viel neu zu meinen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier statt 62 Dollar, also bei 62 ist das valide, ne, wenn ich sage, ich wäre jetzt Rick und habe an Ilsa nur 6,19 Dollar überwiesen, dann muss ich eben hier diesen Hash neu berechnen und den da auch. Genau, also wenn jemand eben das schafft, das schneller zu berechnen als alle anderen,
Und zwar erheblich schneller. Ne? Also man muss ja quasi das so viel schneller brechen, dass seine Rechenzeit die größere Rechenpower, die der Rest der Welt wahrscheinlich hat, kompensieren können. Dann hat das System ein Problem. Ja, genau. Das ist richtig. Ja, und genau das passiert halt. Also das sind halt diese 51% Attacken. Dann baut jemand eben ein Stück Hardware, was das schnell macht, einen bekannten Algorithmus schnell ausführt, also ein ASIC, Application Specific Integrated Circuit, also ein Chip. Ja, die können das manchmal schaffen. Oder eben man hat eine Idee. Und da kommen wir auch dann nachher noch zu was Quantencomputer damit zu tun haben. So. Also das ist dann, jetzt sind wir im Prinzip nicht mehr bei Blockchains, sondern bei Blockchains in Anwendung für Transaktionen. Ja, indem ich einfach, wenn ich jetzt quasi Geld überweisen will, ja, also nehmen wir an, wir wären bei diesem Zeitschritt hier. Ja, genau, richtig. Ja. Also so sieht's aus. So, und wenn ich jetzt quasi Geld überweisen will, dann würde ich sagen, okay, ich will jetzt meinetwegen 3 Dollar, will ich jetzt an, was weiß ich was, irgendwie Edmund Lovett offensichtlich schicken. Ja, dann würde ich das an eine Autorität weitergeben, die in der Lage ist, so Mining zu betreiben. Ja. Oder ich mache selber, also spricht auch nichts dagegen, eigenen Rechner in das Netz zu hängen. Das ist eben alles dezentral. Und fangen wir an, munter loszumeinen. Ja? Man braucht im Prinzip den Schwierigkeitsgrad nicht. Also eine Anpassung des Schwierigkeitsgrads wird einem nicht helfen bei einer 51% Attacke, weil selbst wenn es schwieriger wird, ist immer noch jemand schneller. Also man muss praktisch rausfinden, warum ist der schneller. Ne? Das wäre die Frage. Man auch bei einer schwierigeren, bei einem höheren Schwierigkeitsgrad werden halt alle höchstwahrscheinlich langsamer. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle gleich sich verhalten, also wenn das meinetwegen alles exponentielle oder quadratische oder was auch immer Laufzeiten wären. Ne? Also das nicht. Man muss wirklich rausfinden, warum ist der eigentlich flotter. Ja, und das kann natürlich im Detail schwierig werden. Ne? Man kann das allerdings eventuell zurückverfolgen, weil, also das ist nicht gänzlich unmöglich, denn irgendwoher sind die Daten ja gekommen. Ja? Irgendjemand hat ja halt diese Daten produziert. Das heißt, diese 51% Attacken, die kannst du nicht ewig fahren. Ja? Denn irgendwann wird sich jemand darum kümmern und wird mal gucken, woher, von welchem Rechner oder von welcher IP-Adresse kamen denn die Pakete. Und da gibt es dann gehobenes Interesse, das rauszufinden. Ja? Also das kann man, wenn er nur ab und zu mal machen. Bisher war es jedenfalls kein katastrophales Problem für die Cryptocurrencies. So, wie dem auch sei, jedenfalls, wenn ich was überweisen will, ne, dann gebe ich das halt an so eine Autorität weiter und die macht das dann für mich. Und diese Miner, die fassen im Allgemeinen einen Haufen von Transaktionen zusammen, ne, und versuchen eben rauszufinden, wie muss so ein Block sein, also wie muss die Nonce sein, damit man so ein Hash produziert, hängen das an und so weiter und so fort. Ja? Auch hier wieder. Das passiert natürlich verteilt. Das heißt, ich sag das irgendwie einer Entität und die versucht, also ich spreade das ins ganze Netzwerk. Das heißt, dieses Peer-to-Peer-Netzwerk bekommt von mir, wenn ich nicht selber einen Miner habe, der jetzt nur aufgrund meiner Aussagen meint, dann sage, wenn ich eine Transaktion machen will, dann schicke ich die quasi in das gesamte Netz rein, in das Peer-to-Peer-Netzwerk, die wird dann auch verteilt und ich sage, okay, bitte mach das mal für mich. Und da gibt es dann auch noch so Möglichkeiten zu sagen, ich habe es ein bisschen eiliger, mach das bitte sofort. Dann offeriere ich mehr Geld dafür. Also das heißt, die Transaktionen sind nicht umsonst. Da muss ich also auch, sagen wir mal, Bitcoins oder Ethereum oder was auch immer bezahlen. Ja? Und ich kann sagen, wie viel bin ich bereit dafür zu zahlen, dass diese Aktion passiert, dass diese Transaktion passiert. Ja? So, da gibt es auch einen Minimalbetrag. Das ist, glaube ich, was ist dieser Satoshi? Das ist, glaube ich, ein Zehntausendstel Bitcoin oder sowas Ähnliches. Das ist der Minimalbetrag, den kann ich aber beliebig hoch ansetzen und je höher ich den setze, desto lukrativer ist das für die Miner, sich quasi meine Transaktion vorzunehmen und die mit einzubauen. Manchmal muss ich lange warten, kommen wir auch noch gleich zu den Limit. Wow, mir sieht schon wieder die Zeit aus. Hätte gedacht, dass ich schneller schaffe. Zu den Limitierungen von so Dings. Aber wie dem auch sei, jedenfalls, ich spreade das meinen Request ins Netz und der wird dann das nächste Mal, wird dann irgendwann mal eingebaut, dann muss ich warten, bis ein paar Stapel da drauf gehen und dann habe ich irgendwann keine Ahnung, Wasserbett oder Auto oder was auch immer ich jetzt gerade damit gekauft habe. Oder Drogen oder was auch immer gerade so benutzt wird, wofür Bitcoin zu benutzt werden. Ne? So, und
wenn da genügend draufgestapelt ist und wenn sich halt quasi dieser Hash aus allem zusammensetzt, dann kann man da nichts mehr dran ändern, ja? Also weder am Betrag noch am Absender, ja, noch am Empfänger, weil alles davon ändert ja immer diesen Hashwert. Das heißt, die sind, wenn die einmal da drin hängen, sicher. Ja, so. Wie kommt jetzt aber Geld einfach in dieses System rein, könnte man sich fragen. Ich meine, es ist ja schön, wenn ich einfach mal sage, hier sind, keine Ahnung, 5 Bitcoin oder sowas ähnliches, also die Währung wäre dann quasi Bitcoin, überweist die mal dahin. Also irgendwie muss ich erstmal Geld haben auf meinem Bitcoin-Konto, sozusagen. Also, und dazu gibt es die Möglichkeit, man kann, gehen wir nochmal hier kurz zurück. So, ich kann jetzt quasi, nehmen wir an, ich habe einen initialen Kontostand, irgendwie, also wie der ins System reinkommt, gleich mehr dazu, dann kann ich quasi zurückverfolgen, ja, wenn ich jetzt sage mal, ich guck mal, dass ich jemanden finde, der einfach ist, Catherine, ja, nehmen wir an, ich wäre Catherine und ich will jetzt 413,78 Dollar überweisen, ja, dann kann ich jetzt zurückgucken, wann hat Catherine mal was gekriegt? Also hier hat sie nichts gekriegt, hier hat sie auch nichts gekriegt, hier hat sie offensichtlich auch nichts gekriegt und da auch nicht, ja. Und dann müsste ich jetzt quasi noch einen zurückgehen, also bevor der erste Block geschaffen wurde und schauen, wie viel hatte sie denn mal ganz am Anfang. Ja. Wenn das mehr sind als wie viel? 413, dann ist das offenbar eine gültige Geschichte. Ja. Ich schau mal, ob ich irgendjemanden finde, den es schon mal vorher gab. Das ist echt dämlich. Jackson, überweist Jackson irgendwann mal was? Oh, jetzt ich meine, ich kann es ja auch selber machen. Ja, ich kann ja einfach irgendeinen Namen, der hier ist. Zum Beispiel Binksley hat mindestens 25 Dollar. Ja, sofern der hier nicht mehr auftaucht. Taucht nirgendwo mehr auf. Ja, also kann ich sagen, was weiß ich was, 2 Dollar von dem darüber. Meinen den ganzen Kram. Dann kommt da irgendwann was raus. Und dann kann ich da zurückgehen. Das heißt, man kann. Ja, da kommt gleich auch noch zu. Ich glaube, ich werde wieder ein bisschen überziehen. Heute ist wieder schon kommen. Warum soll ich auch schlafen? Ne? Ich hab da Anfänger. So, ne? Das heißt, auf die Art und Weise kann ich quasi rausfinden, ist das Konto gedeckt, ja? Und ist dieser Transfer zulässig? Und ich kann quasi, das ist auch eine interessante Eigenschaft von diesen Cryptocurrencies. Ich kann bei jedem den aktuellen Kontostand abfragen. Von jedem Menschen, der oder jede Person oder jede Entität oder was auch immer, der, das ist schon Freitag, stimmt. Der einen Bitcoin-Account hat, oder für jeden Bitcoin-Account, machen wir es nicht an Personen fest, dazu auch gleich noch mehr. Für jeden Bitcoin-Account kann ich immer gucken, wie viel Geld ist da drauf. Ja, das geht, das ist alles öffentlich. Ja, indem ich einfach ausrechne, wie viel war da am Anfang drauf und wie viel ist denn so draufgekommen und wie viel ist abgegangen. Ja, und die Differenz davon ist der aktuelle Betrag. Ja, ist also alles ziemlich publik. So, die Frage ist jetzt nur, wie zum Henker kommt da mal Geld drauf? Ja, so. Und dazu gibt es diese Idee von einer Coinbase. Das heißt, man kann einfach in diese Transaktionen auch noch Einzahlungen reinbauen. Ja, das ist quasi sozusagen jetzt hier so mal als extra Feld realisiert. Das heißt, und ich sage meinetwegen, immer wenn ein neuer Block entsteht, dann entstehen auch, sagen wir mal, 100 Dollar hier und die kann ich an irgendjemanden überweisen. Zum Beispiel an den, der das gemeint hat. Ja, also zum Beispiel das hier war anders, der hat diesen Block geschaffen, ja, und nehmen wir mal an, ich hätte diesen Block jetzt gemeint, ja, dann würde ich jetzt, wenn ich den selber meine, kann ich ja da eintragen, was ich will, ja. Folglich kann ich auch mich als Empfänger eintragen für diese Summe. Sinnvollerweise kann ich da nicht jede beliebige Summe eintragen, sondern das ist dann irgendwie vom System festgelegt, was ich halt für so einen Block bekomme. So, und wenn halt die anderen das akzeptieren, die anderen Systeme im Netzwerk, dann habe ich halt jetzt Geld. Ja. Genau. Na, das ist nicht ganz richtig. Es ist tatsächlich so, dass die Systeme aus pragmatischen Gründen es erlauben, das zu überziehen. Zum Beispiel um die erste, weil man ja bei der allerersten Transaktion schon Geld braucht, um die zu initiieren, muss man es überziehen können. Also es ist tatsächlich möglich. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, so kommt Geld ins System. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel wissen möchte, an diesem Zustand, wie viel Geld hat Jens, dann guckt man hier zurück, ne? Hier, also hier hat er nichts ausbezahlt, okay, was auch immer seine Summe war, die ist nicht gesummt. Hier habe ich 100 gekriegt und wenn man jetzt da ganz zurückgeht, stellt man fest, okay, ich habe vorher noch nie was gekriegt, also habe ich zu diesem Zeitpunkt Block 5 100 Dollar auf meinem Konto. Ja, kennt also jeder, weiß also jeder genau, wie viel Geld ich habe.
Und wenn ich jetzt jemand was bezahlen wollte, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, 2 Dollar würde ich jetzt bezahlen wollen, ne, an Alexander, dann habe ich jetzt, wenn der Block akzeptiert ist und jemand rechnet das alles zurück, nur noch 98 Dollar. Man braucht also keine Kontostände speichern. Ja? So, das ist so im Grunde genommen die Art und Weise, wie eine Blockchain funktioniert. Die hat aber jetzt noch einen Haken, einen gewaltigen Haken. Also wenn man die jetzt als Cryptocurrency benutzen wollte. Denn niemand hält davon ab, hier reinzuschreiben, ja, also nehmen wir mal den bösen Menschen, ja, der einfach an das Netzwerk schickt, Jens hat mir 100 Dollar geschickt, ja. Das heißt, irgendwie muss noch festgelegt werden, dass nur ich in der Lage bin, dem Netzwerk zu sagen, hau das Geld an jemanden raus. Ja, so, das ist also noch ein Problem. Gut, wo wir gerade bei dieser CO2-Geschichte sind, das ist in der Tat, also diese Netzwerke haben ein paar Vorteile und haben auch ein paar Nachteile. Ja, einen der Nachteile habe ich eben skizziert, das ist diese 51%-Attacke. Das ist ein bisschen doof, wenn man Transaktionen rückgängig machen kann. Ja, das ist doof. Also, das heißt, das ist schon mal ein Nachteil. Diese 51%-Attacke ist ein Problem. Die wird aber zunehmend unwahrscheinlicher, je mehr Akzeptanz so eine Cryptocurrency hat. Denn dann gibt es mehr Miner, die daran arbeiten. Und dann wird es immer schwieriger, quasi besser zu sein als die anderen. Ja? Das heißt, das fixt sich in Anführungszeichen so ein bisschen von selbst. Und alle haben ja irgendwie eine gewisse Initiative, sich Mühe zu geben, weil das ist ja in Anführungszeichen bares Geld. Wenn es also irgendwelche Leute gibt, die einem wieder diese Cryptocurrencies umtauschen in echte Währung oder in Dienstleistungen oder Waren oder was auch immer, ja, dann habe ich ja eine gewisse Initiative, schnell zu minen. Also auch wenn ich ehrlich bin, also selbst wenn ich keine 51%-Attacke haben will, dann will ich natürlich Hardware oder Software haben, die möglichst schnell dieses Minen macht, sodass ich selbst möglichst viele Blöcke produzieren kann, ja. Und da das so eine Alles-oder-Nichts-Geschichte ist, ne, also wenn ich nicht schneller bin, dann setze ich meine ganze Rechenzeit hier in Sand. Den ganzen Strom, der mich das kostet. Ja? Also da gibt es eine relativ große Initiative, das auszugleichen. Das heißt, diese 51%-Geschichte ist eigentlich sollte das gar nicht vorkommen. Witzigerweise passiert es aber trotzdem ab und zu. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ja, das kostet Strom. Also gerade wo die in der Zeit vor, wann war das so, 2 Jahren, ne? Wo die mal so exorbitant wertvoll waren, diese Cryptocurrencies, da war das halt eine richtige Einnahmequelle für viele Leute, sich eben so Miner hinzustellen. Es muss natürlich so sein, dass man mehr einnimmt, als dass man für den Strom bezahlt. Ne? Und eine Zeit lang war das an vielen Stellen so. Ja? Das hängt natürlich davon ab, was einen der Strom kostet. Ja? Aber eine Zeit lang war das an relativ vielen Stellen so. Ich glaube, es war sogar mal so, dass es in Deutschland sich lohnte. Ja, inzwischen ist das nicht mehr so. Außer man hat irgendwie ganz spezielle ASICs. Aber zumindest mit Grafikkarten war es mal eine Zeit lang so, dass es sich sogar hier gelohnt hat, das zu machen. Und dann ist es natürlich so, dass eben, wenn die Gesamtrechenkapazität wächst, dann werden die Dinger immer schwerer und dann geben halt viele Leute Strom dafür aus. Und das wiederum produziert entweder CO2, ja, oder selbst wenn ich Solar Anlage betreibe, würde ich ansonsten den Strom einsparen, also würde irgendwo anders das CO2 dann verbrauchen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Besonders umweltfreundlich könnte man sagen, ist das nicht. Nur muss man aber der Fairness halber dabei sagen, andere reelle Währungen sind auch nicht umweltfreundlich. Also Geld muss auch irgendwie gedruckt werden, muss irgendwie mit dem LKW durch die Gegend geschippert werden und so weiter. Also irgendwo wird immer was verbraucht. Die Frage ist, in was für einem Verhältnis steht das? Ja, ja, ist so eine Sache. Dann, genau, was ist ein weiterer Vorteil? Das Ganze ist verteilt. Man muss nicht einer Entität vertrauen. An und für sich muss man auch nicht irgendjemandem Geld für eine Überweisung bezahlen. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil man muss dem Netzwerk jetzt Geld für eine Überweisung bezahlen. Ja? Und auch dieses mit der Entität, das ist natürlich auch so eine Sache, weil die meisten Leute haben ja keinen Endpunkt. Also die meisten Leute haben auf ihrem Rechner jetzt nicht eine Software laufen, die direkt Requests absetzen kann ins Netz. Ja, das heißt, man geht rein praktisch geht man doch wieder zu irgendjemandem. Da ist halt jetzt halt nicht die Sparkasse oder die Deutsche Bank oder wer auch immer, sondern irgendwie eine Internetfirma, an die ich das Ganze schicke und die dann auch nochmal zufällig zusätzlich Geld von mir nimmt. Also
dieses Argument, dass das Ganze verteilt ist, das stimmt. Und es ist vielleicht nicht ganz so zentralistisch, aber für die meisten Leute ist das, muss man sich doch wieder an jemanden wenden. Ich habe das mal spaßhalber vor einem Jahr oder so gemacht, dass ich mir jetzt nicht für Bitcoin, das war mir ein bisschen zu groß, das Netz. Ich habe das für Ethereum gemacht, das ist auch so eine Currency. Da kann man sich kostenlos so einen Client runterladen. Nicht der meint, sondern einen, der halt sich in dieses Netzwerk einhängt und diese Ketten mitverwaltet. Ja, also da hat man halt ein Stück Software, der lädt sich erstmal über so ein Peer-to-Peer-Netzwerk, so ähnlich wie man das halt auch von Napster oder was auch immer kannte von irgendwelchen Peer-to-Peer-Netzwerken. Da kann man sich auch diese Kette runterladen. Das heißt, das Ding fängt an, sich diese Kette zu ziehen. Ja? Bei Bitcoin weiß ich nicht, kann man aber nachgucken, kann man gleich auch nochmal schauen. Ich weiß, bei Ethereum, da waren glaube ich irgendwie 40 Gigabyte oder sowas ähnliches, entweder 20 oder 40 Gigabyte oder sowas ähnliches. Und bei meiner damaligen noch DSL-Leitung hat das ewig gedauert. Also es hat irgendwie 3 Wochen oder so gedauert, bis das Ding irgendwie up to speed war. Zwischendurch mir ist ein paar Mal abgekackt, der Rechner. Hat wahrscheinlich auch einen Haufen Strom verbraucht in der Zeit, aber der lief immer so nebenbei. Und ich habe das erst geschafft, das überhaupt das Laufen zu kriegen, als ich eine SSD da dran gestöpselt habe. Mit einer Festplatte hat es einfach zu lang gedauert. Also das heißt, der hat länger gebraucht, um die Fragmente, die er bekommen hat, in diese Kette zu integrieren, als die Welt geschafft hat, neue Elemente zu produzieren. Ja. Oh, danke. Und dann habe ich irgendwann gerafft, dass es tatsächlich gar nicht ein Netzwerkproblem ist, sondern dass es da hapert an der Stelle die Integration. Dann habe ich dann SSD dran gestöpselt, habe dann nochmal eine halbe Ewigkeit gewartet, hat er irgendwann geschafft, aufzuholen. Und dann konnte ich halt auch auf meinem eigenen Rechner zum Beispiel eine eigene Ethereum-Adresse erzeugen. Die ist dann ins Netz rein propagiert worden und dann habe ich auch spaßhalber mal so ein bisschen was hin und her transferiert und ja, hat funktioniert. Dann habe ich das Ding abgeschaltet und wollte es dann jemand zeigen, eine Woche später, und dann wieder stundenlang warten muss, bis er dann wieder die Segmente auch akkumuliert hat, und dann hatte ich auch die Schnauze voll. Aber es geht, ja, es geht, man kann das machen. Und das ist aber was ihr schon seht, wie gesagt, das selber zu machen ist tricky. Der Rechner muss am Netz bleiben, weil er ja immer diese neuen Segmente bekommen muss. Ja, genau. Und das Ganze ist bei Bitcoin noch größer. Ja. So, und jetzt, gut, bei Bitcoin muss man fragen, welches Bitcoin? Da gibt es inzwischen so ein paar Hardforks, ne? Bitcoin Cash und Bitcoin und Bitcoin Classic oder wie auch immer die heißen. Na, bei Ethereum gibt es das auch. Und jedenfalls, man muss sich doch wieder an irgendjemanden wenden. Also man gibt das doch wieder raus aus der Hand. Also das fällt so ein bisschen weg. Nächste Nachteil, genau, ist Skalierung. Ja? Das heißt, diese Ketten, die werden ja immer länger. Ja? Bis in alle Ewigkeit. Und da muss man entweder ab und zu mal sagen, okay, hier stopp, jetzt speichern wir mal den aktuellen Zustand. Also wir nehmen uns meinetwegen alle Accounts, die es inzwischen erzeugt worden sind, und speichern deren jeweiligen Summen ab und fangen von da aus neu an. Das könnte man theoretisch machen. Ja, aber man müsste trotzdem die alte Kette aufheben, um das validieren zu können. Ja. Oder man macht so ein paar andere Tricks. Aber Skalierbarkeit ist da in der Tat ein Problem. Ja. Da muss man sich also irgendwann mal was einfallen lassen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze hat nicht nur Vorteile, es hat auch einen Haufen Nachteile. Nebenbei, wie gesagt, weiß jeder, wie viel jeder hat, ne? Und da komme ich jetzt aber gleich nochmal dazu, man speichert da nicht unbedingt klaren Namen drin ab. Ja? Und zunächst mal hat das Ganze ja in dem Sinne keinen Wert. Also das sind ja alles, wie soll man sagen, Luftschlösser. Ja? Das heißt, das sind ja nur ein paar Bits im Rechner. Warum in aller Welt sollte jemand, wenn ich ihm sage, okay, hier ist ein Bitcoin, warum sollte mir da jemand, ich glaube im Moment sind es so rund, was weiß ich was, 10.000 Dollar für geben? Ja? Das ist aber auch wiederum, wenn man ehrlich ist, bei jeder Währung so. Warum sollte man jemand mir den Gegenwert von 100 Euro geben für ein Stück Papier, wo nur 100 draufsteht? Ja, also das heißt, man muss dem Ganzen irgendwie vertrauen, und nun gibt es aber relativ viele Leute, die der Europäischen Union vertrauen, zumindest was Währung anbelangt, oder von mir aus dem amerikanischen Staat, was so Zettel anbelangt, wo ein Dollar drauf ist. Ne? Und bei dieser verteilten Sache muss dem auch irgendwie jemand vertrauen, nämlich insbesondere der mir gerade das Geld gibt. Ja, das ist also ein bisschen tricky. So, gut, das sind so die Vor- und Nachteile davon. Jetzt ist noch die Frage, wie kann ich verhindern, dass irgendjemand anders mein Geld ausgibt? Ja, so, und da kommen wir zum nächsten Teil. Da gibt es hier noch von demselben netten Menschen so eine andere Demo, die zu der zusammenpasst. Und da kommen wir jetzt zu einem anderen Bereich der Kryptographie, nämlich asymmetrische kryptografische Systeme.
Ja, kann ich auch noch mal ein bisschen drüber erzählen, werde ich wahrscheinlich auch im Kontext von Quantencomputer machen müssen, weil die sind nämlich insbesondere dafür da, sowas zum Beispiel zu berechnen. Ich fasse es mal ganz einfach zusammen fürs Erste. Wie gesagt, rede ich gerne später noch mal ein bisschen drüber, über asymmetrische und symmetrische Verschlüsselungssysteme. Aber nur mal so das Kurze. Was man macht bei einem, insbesondere bei einem asymmetrischen Krypto, oder erstmal, was macht man bei einem symmetrischen Kryptosystem? Ja, die sind zumindest ein bisschen leichter verständlich. Das heißt, man spricht da immer von Schlüsseln, ja, und sagt einfach, ich habe was zum Schlüsseln und habe was zum Verschlüsseln. Zum Beispiel kann das ein Verfahren sein. Ich kann einfach sagen, ich habe hier so eine Tabelle, ja, und ich mache aus dem A ein Smiley und aus dem B ein Kackerhaufen und aus dem C weiß nicht was. Ja, und wenn ich diese Tabelle jemandem gebe und schicke dem den Emoji-Müll, den ich gerade produziert habe, dann kann er jedes Emoji wieder in dieser Tabelle nachgucken und kann das wieder zurück umrechnen. Ja, und dann kann er wieder den Klartext produzieren. Und da gibt es zig verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und das kann man sowohl auf mechanischer Ebene bis zum Exzess treiben. Siehe Enigma, Zweiter Weltkrieg, war ein symmetrisches Verschlüsselungssystem, was das schon sehr elaborate betreibt, ja, so dass es ziemlich lang gedauert hat, das Ganze zu brechen, ja. Und ich kann das aber auch auf dem Computer recht intelligent machen, und da komme ich vielleicht auch noch mal bei Gelegenheit zu, wie symmetrische Kryptosysteme aussehen. Ja, aber der springende Punkt ist, dass ich quasi dasselbe Schlüsselkonzept benutze, um das zu verschlüsseln, wie das um zu entschlüsseln. Ja, ich habe dasselbe Blatt Papier, wo drauf steht, welcher Buchstabe wird auf welches Bild abgebildet. Und aus dem kann ich natürlich, wenn ich da scharf drauf gucke, auch wieder rausfinden, welches Bild wird auf welchen Buchstaben abgebildet. Ja, also das heißt, ich habe dasselbe Prinzip, so fair wie entschlüsseln, beziehungsweise denselben Schlüssel. Das Prinzip, ich kann auch den Schlüssel auswechseln, kann das Prinzip gleich lassen, aber kann jemand anderes Blatt geben, wo halt andere Emojis verwendet werden. Ja, das wäre dann der Schlüssel, da muss ich das Prinzip nicht ändern. Gut. Das nennt man symmetrischen, weil an beiden Seiten dasselbe passiert. Bei asymmetrischen Systemen hat man einen Schlüssel zum Verschlüsseln und einen anderen zum Entschlüsseln. Das ist, wenn man das so ganz abstrakt erklärt irgendwie und man überhaupt keine Ahnung hat, dann denkt man sich, wie soll das funktionieren? Müsste ich jetzt ein bisschen weit ausholen. Da gibt es diverse verschiedene Verfahren, ja. Aber für heute Abend, in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon 16 Minuten drüber sind, glaubt es mir einfach mal, es gibt so Verfahren, wo man das numerisch auf einem Eingabezahl, also man rechnet den Text in einfach eine Zahl um, da rechne ich auf eine Art drauf und ich brauche eine andere Art, um das wieder rückgängig zu machen. Ja? Und wichtig ist, dass ich aus diesem sogenannten Public Key nicht den anderen, den sogenannten Private Key, errechnen kann. Das heißt, den Schlüssel, den ich brauche, um etwas zu verschlüsseln, den will ich der ganzen Welt geben. Ja? Und den zum Entschlüsseln, den behalte ich, deswegen nennt man den Private Key. Und ich will nicht, dass möglich ist, oder ich will, dass es extrem schwierig ist, aus diesem Public Key meinen Private Key zu berechnen. Aber die beiden hängen natürlich zusammen. Ja? Wichtig ist, dass es den einen nicht berechnen kann, sonst, wenn ich jedem den Public Key gebe und ihr könnt den Private Key berechnen, dann ist der ganze Kram sinnlos. Ja? Wie gesagt, wie das im Detail geht, erkläre ich auch nochmal, nur nicht gerade heute. So. Und was wir hier haben, ist jetzt so ein kleines Beispiel, wo ich mir so ein Private Key aussuchen kann. Ja? So. So ein Private Key aussuchen kann. RSA, also PGP benutzt verschiedene Verfahren und zum Beispiel RSA. Also RSA wäre das Verfahren. Ja? So. Und hier habe ich jetzt mal so ein Beispiel, wo ich einen Private Key mir aussuchen kann. Den kann ich mir frei aussuchen. Daraus wird ein Public Key berechnet. Das ist dieser Zahlenmatsch da unten. Ja? So. Und diesen Public Key kann ich jetzt der ganzen Welt geben. Wenn die irgendwas für mich verschlüsseln wollen, das ist ganz interessant von der Idee her. Also ich muss jemand anders sagen, du darfst jetzt etwas verschlüsseln, was nur ich lesen kann. Also so rum, nicht andersrum. Ja? So, da gebe ich dem meinen Public Key. Der nimmt den, verwurschtelt den, wie gesagt, dazu muss man die Verfahren verstehen, verwurschtelt den mit der Nachricht, dann kommt eine verschlüsselte Nachricht raus, die schickt er mir. Ich nehme meinen Private Key, verwurschtelt den wieder mit dieser verschlüsselten Nachricht, da kommt wieder der Klartext raus. Ja, so, das ist im Prinzip ein asymmetrisches Kryptosystem, also nur mal von der Idee her, nicht die Details. Das Interessante an diesem System ist, die funktionieren häufig in beide Richtungen. Das ist wichtig. Ich kann auch etwas mit meinem Private Key verschlüsseln und das in die ganze Welt raus blurpen. Und
Und die können, weil sie alle meinen Public Key haben, das benutzen, um das auch wieder zu entschlüsseln. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Also mit dem Private Key verschlüsseln, mit dem Public Key entschlüsseln und andersrum. So, warum ist das wichtig? Weil das eine ist dafür da, um geheime Nachrichten zu übertragen und das andere benutzt man für Signaturen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Text, nehme den Text, dieser Text ist gültig, ja, den verschlüssel ich mit meinem Private Key, schicke den an die ganze Welt und jemand anders will wissen, habe ich das wirklich geschrieben, ja, dann nimmt er meinen Public Key, entschlüsselt das damit und wenn er rauskommt, dieser Text ist gültig, dann weiß er, nur ich kann das produziert haben oder zumindest irgendjemand, der meinen Private Key kennt und das bin hoffentlich nur ich. Ja? So, da gibt's noch ein paar Probleme unter der Haube, zum Beispiel, wie stelle ich sicher, dass die Leute meinen Public Key kriegen, dass den nicht jemand verfälscht hat und so. Da kommen wir zu sowas wie Public Key Infrastructure und so weiter und so fort. Wie gesagt, alles ein andermal. Gehen wir mal davon aus, das klappt irgendwie. Also die Leute haben irgendwie meinen Public Key und können dann meine Signaturen überprüfen. Und das ist der Teil, der uns jetzt interessiert, also diese an und für sich umgekehrte Reihenfolge. Ja? Ich will also, dass ich einen Text verschicke, meinetwegen dieser Text ist gültig, plus die verschlüsselte Version. Und ich will, dass jeder Mensch in der Lage ist, rauszufinden, ob ich das erstellt habe oder nicht. Also wir wissen, das ist praktisch wie eine Unterschrift. Ja? So, und hier sehen wir nur einfach mal so ein einfaches Erstellungsverfahren. Ja? Also ich denke mir einen beliebigen Private Key aus, behalte den, produziere aus dem Public Key und den schicke ich raus in die Welt. So, jetzt kommen wir zu diesen Signaturen. Das ist genau das, was ich gerade gemacht habe. Wenn ich jetzt also eine Nachricht produziere, was weiß ich was, dies ist ein Test. Ja, Punkt. So, hier ist mein Private Key von gerade. Jetzt verwurschtel ich die beiden Sachen. Ne? Dazu später mehr, nur nicht heute. Dann kommt irgendwie so ein Kram hier raus. Ja, das ist jetzt quasi sozusagen die verschlüsselte Nachricht. So, und jetzt kann jemand anders, wenn er meinen Public Key hat und dieses, ne, man beachte, hier steht dieser Krempel, ja, der kennt nur das, der kennt mein, dies ist ein Test, der kennt diese verschlüsselte Version, der kann jetzt gucken, wenn ich das Ding jetzt damit wiederum verwurschtel, kommt dann, Entschuldigung, wenn ich das damit verwurschtel, kommt dann das wieder raus. Und wenn die beiden Dinger übereinstimmen, dann weiß er, okay, ich habe das geschrieben. Ja, wenn ich jetzt also hingehe und ändere das Ganze, dann passt das nicht mehr, ja. Oder wenn ich das korrekt mache und ändere jetzt meine Signatur zum Beispiel, dann passt das auch nicht mehr. Ja? Also das heißt, das Ganze auch nur wieder stochastisch. Ja, so. Aber mit einer unglaublich hohen Wahrscheinlichkeit. Ja? Okay. Da komme ich gleich noch zu, was passiert, wenn diese Hash-Funktion, wenn die als unsicher, oder ich kann es auch jetzt sagen, also was passiert, wenn so eine Hash-Funktion, wenn man die eben schneller invertieren kann, dann hat das System ein Problem. Ja, genau. Und dasselbe gilt auch hier, ja, wenn man sozusagen für diese Signatur, wenn man denn zum Beispiel möglich ist, aufgrund des Public Keys meinen Private Key zu berechnen, dann hat man ein Problem. Dann hat das ganze System ein Problem. Ja, das würde ich aber wahrscheinlich im Kontext von Quantencomputer und so weiter nochmal erzählen. So, erstmal grundsätzliche Konzepte hier. Was hat das Ganze jetzt mit unserer Blockchain und Cryptocurrencies zu tun? Um mal die Sache irgendwie abzuschließen, soll ich auch nochmal ins Mitkommen. So, erinnert euch, in der Blockchain stand sowas drin wie Betrag von nach. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir tragen bei von und bei nach nicht Namen ein, sondern wir tragen da so Zufallszahlen ein. Also nicht völlig zufällig, aber eine Zufallszahl, also wenn ich mir zum Beispiel ein neues Bitcoin-Konto anlegen will oder ein neues Ethereum-Konto oder was, dann würfel ich eine sehr lange Zufallszahl aus. Und hoffe mal, dass die niemand anders ausgewürfelt hat. Wenn die hinreichend lang ist, ja, sowas wie 1 Milliarde Mal mehr als Atome im Weltraum, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich die wirklich gleich verteilt ziehe, dass die irgendein anderer Seppel schon mal gezogen hat, echt extrem exorbitant gering. Ja, da muss man sich keine Gedanken drum machen, dass man die zieht. Ja, ansonsten sollte man das Haus nicht verlassen, weil die Wahrscheinlichkeit, was er sich hat, an dem Tag 100 Mal vom Blitz getroffen zu werden, ist wahrscheinlich irgendwie unendlich viel höher.
Ja, also das heißt, wenn ich jetzt ein Konto anlegen will, ein Konto anzulegen bedeutet nichts anderes als mir eine Zufallszahl auszudenken, eine hinreichend lange. Ja, und dann würfel ich mir noch so ein Private Public Key Pair aus. So, das heißt, die Sachen brauche ich. Ja, und dann kann ich anfangen, sozusagen mit Bitcoins zu arbeiten. So, jetzt will ich also gerne, dass mir jemand Geld schicken kann. Ich habe ja am Anfang kein Geld, ne? Wenn ich neu anfange, will ich also quasi, dass jemand mir Geld schicken kann. Und dann sage ich irgendjemand, okay, was weiß ich was, du hast Bitcoins, schick mir bitte Geld. So, der hat ja auch sich so eine Zufallszahl schon ausgewürfelt und bei dem ist irgendwann mal Geld angekommen. Entweder weil er selber gemeint hat oder weil jemand anders so nett war, um ihm Geld zu bezahlen. So, was der dann macht, ist, der hat ja so eine Zufallszahl, ich habe so eine Zufallszahl und wir haben alle munter unsere Private und Public Keys gebaut. Das heißt, der macht dann Folgendes, der baut sich so eine Zeile aus der Summe, die er mal gerne geben will, in wahrscheinlich Bitcoins oder Ethereum, also nicht in Dollar, ne, sondern in der Kryptowährung. Er trägt hier seine Zufallszahl ein. Meine, die muss ich ihm sagen, also quasi meine Kontonummer, wenn man so will. Der benutzt dann seinen Private Key, um eine Signatur zu erstellen. Ja, ich drücke mal drauf, da kommt so ein Kram da raus. So. Und das kann jetzt auch jeder andere verifizieren. Der kann diese Signatur nehmen, der kann den Public Key, den der Mensch auch der ganzen Welt schon mal mitgeteilt hat. Ja, das heißt, jeder kann verifizieren, dass nur Person X, die diese Zufallszahl ausgewürfelt hat und das Private Public Key Paar ausgewürfelt hat, der hat offenbar das erzeugt. So, und das schickt er dann an das System, an das Blockchain-Netzwerk und da steht dann in Wirklichkeit dann sowas hier in der Art drin. Da steht hier die Summe drin von so einem Kram nach so einem Kram und die Signatur. Ja, so. Und jetzt geht dann das ganze muntere Mining wieder los, ja, und dann läuft das alles so. So, das heißt also, wenn jetzt irgendjemand hier rumfrickelt, ja, zum Beispiel das ändert, dann kann er einen gültigen Block erzeugen im Sinne, dass dieser Hash jetzt passt. Ja, der wird also jetzt gleich, nachdem das Mining irgendwann hier durch ist, wieder mit Nullen anfangen. Aber innerhalb dieses an und für sich gültigen Blocks steht eine ungültige Signatur. Ja, das heißt, die kann man, das muss man quasi einzeln verifizieren. Muss gucken, ist der Block gültig? Ja, hat der also einen gültigen Hash? Und man muss quasi jetzt von dem hier mit dem Public Key und dem hier, also den muss man auch irgendwo haben, beziehungsweise den kann man, ja, den kann man aus der Blockchain rausfischen. Ja, weil wenn man neuen Account das erste Mal benutzt, dann schickt man quasi seinen Public Key mit. Dann mit dem Public Key und dem Ding da kann ich dann die Signatur verifizieren und kann feststellen, okay, nee, die kann nicht stimmen. So, auf die Art kriege ich es hin, dass ich anonym bin. Das ist auch ganz interessant, ne? Da steht jetzt kein Name mehr drin, sondern jeder kann sich, und zwar beliebig viele, von diesen IDs da erstellen. Ja? So. Ich kann sicherstellen, dass nur die Person, die das erstellt hat, so Requests senden kann. Ja? Und das Ganze mit dem, was ich vorher erzählt habe, hier zu den Blockchain, das kann ich irgendwie sicher verteilen. So, was ist jetzt also alles sozusagen garantiert? Und eine Sache, die ist nur so halbwegs garantiert, nämlich diese Anonymität. Das ist halt so eine Sache, weil ich ja irgendwann höchstwahrscheinlich das Geld wieder raus haben will aus diesem System. Ja, außer die ganze Welt operiert mit Bitcoin, sonst will ich es irgendwann mal wieder raus haben. Oder ich will irgendwie, also irgendwann muss ich das mal wieder aus dem System rausziehen, das Ganze. Ja. Dann, ja, in dem Moment muss ich quasi als echter Mensch zu irgendeinem Händler gehen, der mir zum Beispiel Bitcoins wieder in Dollar umtauscht oder Euro oder sowas. Ich sage, okay, hier ist mein, ich überweise dir jetzt, ja, von meinem Bitcoin-Konto auf deins des Händlers irgendwie, keine Ahnung, ein Bitcoin und du gibst mir bitte 10.000 Dollar. Ja, und in dem Moment weiß natürlich der Händler, wer ich bin. Ja, außer dass es irgendwie, keine Ahnung, so eine Sache, dass ich da auf der Straße reinlaufe und der kontrolliert meine Identität nicht. Ja, also das heißt, das habe ich aber im Prinzip bei jedem Zahlensystem. Aber irgendwann will ich das Geld wieder davon abziehen. Ja, und an der Stelle ist natürlich meine Identität gefährdet. Und das Witzige ist, jeder kann das sehen. Ja, das heißt, wenn ich irgendwann mal in jemanden
keine Ahnung, ich mache illegale Geschäfte oder sowas. Ich schreibe meinetwegen so Verschlüsselungstrojaner oder sowas ähnliches. Ja? Und ich sage hier, eure Systeme sind verschlüsselt. Ja? Überweist mir, keine Ahnung, 0,01 Bitcoin an die Adresse und dann gebe ich euch, da gebe ich euch den Schlüssel wieder. Tun wir mal so, als ob ich das theoretisch machen würde. Und ein Haufen Leute überweisen mir Bitcoins. Ja? Dann lässt sich im Moment nicht rausfinden, wer ich bin. So, wenn ich jetzt aber irgendwann dieses Geld abheben will, ja, diese Bitcoin, diese ganze Blockchain, die ist ja öffentlich. Ja? Das heißt, man sieht auch irgendwann zum Beispiel, okay, jetzt ist das Geld von dem Konto, von dem Bitcoin-Konto auf das Bitcoin-Konto gekommen. So. Und so weiter und so fort. Ja, das kann ich natürlich ja, um zig Ecken buchen, aber nichtsdestotrotz, irgendwann landet das dann mal bei irgendjemandem, der Geld auszahlt. Ja, und dann müsste man mich im Prinzip auch kriegen. Insofern ist mir immer so ein bisschen unklar, wie diese Erpressungstrojaner das Geld am Ende monetarisieren, also wie man das wirklich wieder umwandelt. Ja. Ich habe da auch schon mal davon gelesen, dass bei Monero die Sachen irgendwie schwieriger sein sollen. Ich habe mir das aber im Detail noch nicht angeguckt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das mal anzuschauen, wie das genau passieren soll. Aber also wenn das irgendwie geht, dann muss das irgendwie signifikant von verschiedenen Stellen abweichen. Also was ich weiß, ist, um solche Sachen zu verschleiern, zum Beispiel, erstellt man sich für jede einzelne Transaktion ein neues Konto. Ja, da das Erstellen von einem Konto nichts kostet, da das einfach ist, erstellt man sich insbesondere, wenn man jetzt so ein bisschen Verbrecher ist oder so, für jede einzelne Transaktion, die man macht, ein neues Konto. Das macht die Sache sehr kompliziert, weil man hinterher Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Konten hat. Ja? Und dann kann man halt wild von den Konten hin und her buchen. Das kostet natürlich immer ein bisschen Geld. Also man verliert was dabei. Wenn ich da jetzt, keine Ahnung, 100.000 Transaktionen mache und das auf ganz viele aufteile und dann vielleicht irgendwann mal wieder sammeln oder sowas ähnliches, dann verliere ich Geld dabei. Aber das macht es immer ein bisschen schwerer. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze ist nur eine sogenannte Pseudonymität. Also irgendwie lässt sich's dann prinzipiell doch immer rausfinden. Ja? Die Frage ist natürlich, wie gesagt, wenn jetzt irgendjemand, der mir für Bitcoin wirklich Dollar gibt, wenn der meine Identität nicht verlangt, ja, dann kann es sein, dass ich in dem Moment anonym an Geld komme, wobei, was weiß ich was, FBI oder sowas, wer auch immer das jetzt versucht nachzuvollziehen, ja, der weiß dann zumindest, welcher Händler es war und könnte dem eins draufbraten. Ja, und deswegen würden die das, hat man da an der Stelle als Händler vielleicht nicht unbedingt die Initiative, so vorzugehen. Ja, aber wie dem auch sei, jedenfalls, das geht im Prinzip irgendwie an und für sich, das rauszufinden. Es kann nur sehr schwer sein, so dass es wirklich nur für große oder staatliche Entitäten, die sehr viel Kapazitäten haben, Sinn macht, das nachzuverfolgen. Aber es ist nicht anonym. Ja, das im Prinzip ist die Art und Weise, wie Blockchain funktioniert. Ja, und wie darauf aufbauend Cryptocurrencies funktionieren. Ja, und wer, wie gesagt, wer Bock hat, kann das ausprobieren. Man kann sich das alles runterladen. Also für die meisten von diesen Cryptocurrencies sind die Open Source. Also wie gesagt, das Ding, was ich benutzt habe für Ethereum, hieß Geth. Also das ist irgendwie Go Ethereum oder sowas ähnliches. Ja. Das kann man sich runterladen, kann man ausführen, wartet dann irgendwie eine halbe Ewigkeit mit einer recht dedizierten Hardware, dann hat man diese Chain aktiv und dann kann man da Sachen erstellen und kann am munter Geld hinterher buchen, wenn man irgendwie an Geld kommt. Ja. Theoretisch kann man sich auch einen Miner installieren, das ist meist ein bisschen einfacher. Man macht das allerdings, wenn man jetzt selber sozusagen als Miner operieren wollte, also einen Computer zur Verfügung stellen will, dann würde man natürlich nicht versuchen, selbst zu minen. Ja, das würde nichts bringen. Da würde man genau nichts verdienen, weil man immer langsamer ist als die anderen. Ja, wie wir eben gesehen haben, man muss ja immer der Erste sein, der fertig ist. Was man dann macht, wenn man damit Geld verdienen wollte, dann schließt man sich irgendwie so anderen Leuten an, die dann zusammen so eine Art verteilten Cluster machen, sowas wie Folding at Home, falls das irgendjemand kennt. Ne? Und dann kann man es vielleicht schaffen, ab und zu mal schneller zu sein als die anderen, dann fällt halt ein Button Cryptocurrency an und den verteilen dann diese Communities oder wie die das nennen, die verteilen das dann wieder auf alle, die daran beteiligt waren, wahrscheinlich auch so anteilsmäßig, wie viel man dabei gesteuert hat. Und auf die Art und Weise kann man es dann verdienen. Aber wie gesagt, ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber meines Wissens nach macht das keinen Sinn bei unseren Strompreisen. Ja, das kann man natürlich auch machen. Man kann es auch jemandem unterschieben, dem man was auswischen will. Das ist richtig. Allerdings
würde die Person ja wahrscheinlich nicht zu einem Händler hinlaufen, ne? Also wenn man das jetzt verschleiert. Ich kann natürlich quasi mein irgendwie ergaunertes Geld jetzt an 10.000 random Personen verteilen und eine davon bin halt ich, ja. Auf die Art und Weise wird es auch mehr verschleiert, ja. Aber zunächst mal verliere ich dann, bekomme ich dann nur ein Zehntausendstel meines Geldes. Also je mehr ich verschleiere, desto teurer wird das für mich. Ja? Und zweitens müssten diese anderen Personen halt auch erstmal hingehen und das Geld abheben. Ja, also hinter den meisten Bitcoin-Adressen, also hinter jeder steckt irgendwann mal jemand, aber die meisten, denke ich mal, werden gar nicht mehr aktiv verwendet, weil man sich halt wenn man es halt vernünftig machen will, dann erstellt man sich eine Bitcoin-Adresse, lässt sich da Geld drauf überweisen, hebt das ab und benutzt die nie wieder. Ja? Also die Idee ist eigentlich, dass man eigentlich so ist relativ selten so ein Konto komplett hält. Ja? Aber ja, theoretisch könnte man in Probleme kommen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mal einen Haufen Geld auf seinem Konto findet. Weil das kann einem natürlich bei einem anderen Konto auch passieren. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt ein reguläres Bankkonto habe, kann mir auch irgendwie ein Verbrecher eine Million Euro oder sowas ähnliches aus einer Erpressung darauf buchen und ich bin dann wahrscheinlich in genau derselben Situation rauszufinden, nachzuweisen, dass ich nichts damit zu tun habe. Ja? Also das hat man sozusagen immer. Ja? Ich dachte, ich hätte jetzt inzwischen dieses Problem gelöst, aber ich erlaube das noch im Automod. Ja, das ist richtig. Man kann das prinzipiell machen, aber das ist natürlich nicht so einfach, weil das muss sich dann auch im ganzen Netzwerk irgendwie propagieren. Wie das im Detail funktioniert, mit solchen Blacklists oder Whitelists oder was auch immer man da machen will, muss ich gestehen, weiß ich jetzt auch nicht, wie das bei Bitcoin aussieht. Ja, aber sobald das irgendwie ein Miner akzeptieren würde und sobald das die längste Chain wäre, würde das auch wieder akzeptiert werden. Ne? Ja, das heißt, keine Ahnung, wie da so die Realität aussieht oder ob das dann ein ungültiger Block wäre oder sowas. Aber diese Blacklist, die muss ja auch wieder distributed verteilt sein. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt es schaffen würde, irgendwie ja, diese Eintrag in der Blacklist irgendwie, bevor die kommen, dann das Geld munter zu verteilen, könnte ich das auch wieder umgehen. Ja, also ist jedenfalls nicht einfach, aber nochmal, das ist kein Problem, was irgendwas mit Blockchain zu tun hat. Ne? Das gilt auch bei beliebigen anderen Sachen. Ja, sicherlich ist die Beweislast beim Staat, aber trotz alledem, wenn mir irgendein Verbrecher, was weiß ich was, 1 Million Euro auf mein Konto überweist, finde ich es auch irgendwie doof, die nächsten 10 Jahre keine Ahnung, der Bundespolizei beschattet zu werden. Ja, also ist schon scheiße, muss ich mal sagen. Ja, also, aber wie gesagt, das ist ein Problem, das irgendwie generell auch, das hat jetzt nichts mit Bitcoin speziell zu tun. Ne? Soweit ich weiß, hat man auch so ein paar Erpressungstrojaner hinter Leute gefasst, als sie versucht haben, an ihr Geld zu kommen. Ja, das sind manchmal ja nicht unbedingt die cleversten. Ja? Die erfinden ja auch die Erpresser nicht, die Trojaner nicht selbst, sondern kaufen die zum Teil ein und ja, sind deswegen zwingend nicht unbedingt die Schlausten bei der Ausführung des Ganzen oder haben es verstanden. Gut, aber ich glaube, so dass das grundsätzliche Konzept, ja, da kann man sich jetzt noch ganz lange unterhalten und das ist auch ganz nett, habe ich jetzt irgendwie so rübergebracht, ne? Wie so eine Blockchain funktioniert und wie darauf aufbauend Cryptocurrencies funktionieren. Und ja, was uns jetzt sozusagen noch fehlt, um das Ganze so komplett zu durchschauen, ist im Prinzip dieser Teil hier. Ne, wie sieht das da genauso aus? Beim nächsten Mal RSA. Ja, können wir auch machen. Irgendwie, gut, kann ich auch, ist vielleicht tatsächlich eine sinnvolle Reihenfolge, ja, über RSA mal zu sprechen. Das ist eine Möglichkeit, diese asymmetrischen Systeme aufzuziehen und danach dann über Quantencomputer, weil insbesondere Quantencomputer die Eigenschaft haben, dass sie nicht gerade besonders gut sind oder die kann man nicht für alles sinnvoll einsetzen, aber für ein paar Sachen schon und insbesondere gegen sowas wie RSA vorzugehen, sind die eventuell praktisch.
Genau. Genau, das, also das hat sowas damit zu tun. Ja, das ist sicherlich eine gute Idee. Das habe ich jetzt so mitgekriegt, ne? Dass einige überlegt haben, was wir mit ihren zigtausend Channel-Punkten anfangen sind, wo wir anfangen können, wo wir bei Currency sind. Ja, macht auch Sinn, dass man das irgendwie macht. Ich kann ja mal, das ließe sich dann wahrscheinlich über so ein Poll sinnvollerweise realisieren, ne? Ich suche nur gerade für die nähere Zukunft, sprich so nächste Woche, nach einem sinnvollen Vorgehensweise. Und es macht, glaube ich, tatsächlich Sinn, diesen Teil, ja, sowas könnte man tatsächlich machen. Aber das war jetzt ein Vorschlag, der war einfach so, erstens so sinnvoll und zweitens hatte ich da auch schon drüber nachgedacht, dass ich den auch jetzt ohne Channel-Punkte mal akzeptieren würde, kurz über ein paar Details davon zu reden. Das geht auch relativ schnell. Dann über die Quantencomputer zu reden und dann mal über Channel-Punkte solche Sachen einzusammeln. Nein, das sagt mir jetzt nichts, aber ich schätze mal, das ist irgendeine Wiki-Implementierung, oder? Ich gebe das jetzt einfach mal hier ein und hoffe, dass mich nicht irgendwas erschlägt. Man ja. Okay, ja, offensichtlich eine Wiki. Ist noch offline. Okay, gut. Okay, also nein, sagt mir jetzt gerade nicht. Aber wie dem auch sei, ich würde diese Konversation gerne fortsetzen, wenn es jetzt nicht gerade 10 nach 1 wäre. Und ich morgen um 6 Uhr aufstehen muss. Gut, ich würde sagen, wir haben es soweit, ne? Wir haben es jetzt durch. Okay, danke. Das nächste Mal sehen wir uns wieder am Montag, wenn ihr wollt. Dann mit Details zur RSA. Das ist gar nicht so kompliziert. Das könnte man auch coden. Zumindest für kleine Primzahlen kann man sich das ganz schnell zusammenbasteln. Bis dahin erstmal alles Gute, bleibt gesund und tschüss.